Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt heute mit einem fantastischen Gast. Micky Beisenherz wird da sein, außer natürlich die altbekannte Crew. Über was wir reden, das erfahrt ihr jetzt. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns heute. Wir haben über Monate, über Jahre an ihm rumgebaggert und sein Terminkalender ist leider so voll. Und das ist richtig. Jetzt haben wir endlich eine Lücke gefunden. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Micky Beisenherz, für alle Leute, die ich nicht kenne, man kennt ja irgendwie 80% von dir kennt man ja quasi gar nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Du bist Autor. Du schreibst unter anderem die geilen Gags fürs Dschungelcamp, der einzige Grund, weshalb die Sendung überhaupt salonfähig ist. Ich bin Deutschlands ältester Influencer, ganz nebenbei. Ja. Ich bin so golden, ich bin Best-Ager-Influencer, habe ich gedacht. Das wäre jetzt vielleicht mal was für mich, jetzt einen Übertritt zu schaffen. Finde ich gut, den Titel sollst du haben. Ja. Golden Boy, wegen deines Pullovers, finde ich, passt auch gut. Musst du doch auch jetzt hier auch mal schon mal so ein bisschen Farbe bekennen, ne? Bist du ein BVB-Fan oder was? Ja, vor allem das Geile an der Sache, ich bin ja komplett verwirrt. Ich habe gedacht, am Mittwoch ist die Fußballsendung und heute ist das andere und habe mich noch geärgert. Da hättest du das doch am Mittwoch angezogen, wo die Fußballsendung ist. Und jetzt stelle ich fest, heute ist ja die Fußballsendung. Hat dein Manager dich einfach hergefahren und hier reingesetzt? Ey, du machst dir keine Begriffe, wenn man in so einer Promomaschine drin ist. Du wirst wirklich wie so eine, ist eigentlich so ein Pressegangbang. Du wirst ja wirklich nur so durchgeschoben, dann machst du mal dann machst du die drei üblichen Standardwitze, Doppelnamen gehen nicht mehr, leider. Ist vorbei jetzt, seit gestern, ja. Mhm. Und man weiß ja gar nicht mehr, wo man ist. Ja. So. Ich bin wie Nadel, vor lauter Stress vergesse ich das Essen. Du weißt gar nicht, in welcher Stadt du gerade bist. Ich weiß, das ist, genau, hallo Bremen. nein, es, aber ja, komm, egal. Ja. Bevor wir gleich loslegen über Fußball reden, du hast ja auch einen Fußball-Podcast, MML, unter anderem mit Mike Nöcker von Sky und das ist dein Buch, das hat nicht so viel mit Fußball zu tun. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein einziger Text über Fußball was drin ist. Was ist da los? Ich habe ja mal einen rührenden Abschied von Jürgen Klopp geschrieben. So nach dem Motto, lass uns Freunde bleiben oder scheiß auf Freunde bleiben, habe ich glaube ich damals gesagt, weil der Schmerz so weil da gab es diesen Song noch zu der Zeit auch. Genau, genau. Ja, ich bin der größte, was ist ein Revolverheld? Revolverheld, ja. Bin ein Riesenfan. Und aber Fußball spielt in diesem Buch keine große Rolle. Kann man ja trotzdem kaufen, ja, oder? Also ich kann mich über dieses Buch 16 Euro positiv Bororo Verlag. Ich darf leider noch nicht offiziell verkünden, auf welchem Platz es in dieser Woche steht. Aber Champions League? Deswegen hast du den Pulli angezogen. Deswegen habe ich den Pulli angezogen. Also es ist, also der Autor ist sehr zufrieden. Sehr gut. Das freut mich. Dann brauchst du unseren Support ja gar nicht. Doch, ich möchte, ich komme ja diese Woche auch zweimal, habe ich jetzt. Ja. Ne? Guck mal, ist das ist. Ja. Echt? Wo denn noch? Ja. Das weiß ich doch gar nicht. Der Manager fährt ihn doch dahin. Nein, der fährt mich doch dahin, der schiebt mich doch auf den Schienen hierher. Ja. Nein, das ist, wenn alles gut läuft, bin ich ja beim Kollegen O'Sullivan. Wobei ich habe jetzt gehört, der ist krank. Ja, der ist tatsächlich. Der hat doch gestern wieder, der hat den Jazzbrunch im Berghain mitgenommen und hat dann, jetzt ist er natürlich klar. Auf Montag sagst du natürlich dann, hui, da ist er. Ich glaube, der ist einfach Oscar-Nacht. Der ist das nicht gewohnt, der ist nämlich kinderlos. Ja. Ja, und ich glaube, ist der Einzige hier in der Runde, der kinderlos ist, und ich glaube, er kann dieses Nicht-Schlafen nicht ab. Der soll die Playstation sich nicht immer in den Schoß legen, dann ist er auch nicht bis an sein Lebensende kinderlos. Ja. Da muss man dem Donny, der ist jetzt mittlerweile auch Mitte 50, mal sagen, pass mal auf. Bisschen weniger Wärme, ne? Für die Lände. Ja, für die Lände. Ländenwärme. So, lass uns mal ganz kurz dein Buch, worum geht's denn da? Also lass uns mal dir die Plattform geben. In diesem Buch versuche ich, die ganz banalen Themen des Alltags zu klammern, sprich Haarausfall, Impotenz. Da weißt du doch nichts. Oder schreib über Themen. Oder Selbstbeherrschung, wenn man jemandem was auf die Fresse hauen will und das dann aber einfach zwecks, weiß ich auch nicht, gesellschaftlicher Normen dann sein lässt. Und natürlich das große Ganze, das klammert dann eher die Apokalypse, also sprich Trump. Ist Andrea Nahles, ist nicht wirklich das große Ganze, ne? Kann man jetzt nicht sagen. Kommt drauf an. Ja. Also. Ja. Der Vorteil ist natürlich bei einer solchen Sendung, sie ist live. Dann kann man noch alles sagen, dann ist Andrea Nahles Stand jetzt noch SPD-Parteivorsitzende. Würde man das aufzeichnen, könnte man so einen Satz gar nicht mehr sagen, weil du weißt ja nicht, vielleicht wird es erst am Donnerstag ausgestrahlt, dann ist das schon hinfällig. Ja. Man weiß es nicht. Die Welt ist schnelllebig. Nein, tatsächlich geht es dort sehr. Eigentlich ist es ein Buch übers Scheitern. Es ist eigentlich ein Buch übers Scheitern, und zwar im einfachen Sinne. Sprich, dass man selber die eigenen moralischen Leitlinien regelmäßig reißt und sehr, sehr vieles misslingt, auch im eigenen Leben. Und natürlich auch über das große Scheitern. Sprich, Brexit, sprich Wahl von Trump, sprich, da sind wir wieder bei der SPD. Ich weiß gar nicht, ob der Text über Martin Schulz auch drin ist. Ich kenne jetzt, da sind 40 Texte drin, teilweise welche, die ich schon veröffentlicht habe.
teilweise welche, die neu sind. Unter anderem meine Umzugs-Odyssee aus 2018. Ich bin im letzten Jahr häufiger umgezogen als Edward Snowden und Salman Rushdie zusammen. Es ist im Grunde genommen, es ist eine Chronologie des Scheiterns. So kann man es, glaube ich, am ehesten sagen. Eine Kolumnensammlung. Es ist eine Sammlung von Texten, die man entweder aus dem Stern kennt beispielsweise oder halt eben Texte, die ich extra für dieses Buch geschrieben habe und die, wie ich mir habe sagen lassen, wohl recht unterhaltsam sind und teilweise sogar emotional bewegend. Siehste wohl. Also, was Absicht ist übrigens. Ja. 40 Kolumnen, 40 Gründe, dieses Buch zu kaufen. Ja. So, und mit so einem richtig geilen, also das wirklich, da, also 8 Star-Fotografen und 4 Grafikdesigner haben in Doppelschichten daran gearbeitet, mich auf Mitte 40 hochzupixeln und bin also mit dem Foto auf dem Cover bin ich persönlich sehr, sehr zufrieden. Siehst du wohl, das ist doch immer etwas. So, kauft das Buch, wenn ihr Bock habt. Jetzt ist aber auch gut. Hofer, jetzt ist aber auch gut. Ich versuche das gerade. Jetzt reden wir nicht über Fußball. Ja, so. Ey, da waren so viele Überleitungen drin. Das waren alles, da lagen so viele Bälle auf meinem Meterpunkt. Du hast keinen von den Scheitern nicht ein. Nee. Vom Scheitern, da hättest du über verschiedene Vereine reden. Ja, aber ich wollte jetzt erstmal auch reden. Kann ich euch sagen. Ja. Was Hannover 96 macht? Nichts. Nichts. Wollen wir damit direkt anfangen? Damit torpedieren wir natürlich deinen Tagesordnungsplan. Nee, lass uns ruhig mit dem Tagesordnungsplan. Siehst du, wie er schon gleich schon wird? Ganz ehrlich. Dann geht das nicht. Nee, wir reden heute natürlich zu Beginn über die Rückkehr des Chaos-Clubs, Schalke 04. Oh. Jemand muss das Vakuum, was der HSV hinterlassen hat, irgendwie füllen mit Leben und mit Aktionen. Und das ist Schalke 04. Und das macht für den unbeteiligten Sportfan Spaß, diese Zersetzung im Prozess mit anzusehen. Ja. Heidel ist weg. Er ist zurückgetreten. So die Sprachregelung, was intern passiert ist, ich weiß es nicht. Ich bin lange nicht mehr in Funktionärskreisen bei Schalke unterwegs, seit ich da raus bin. Was glaubt ihr? Ist er zurückgetreten oder ist das eine Sprachregelung? Naja, es ist immer so dieser Rücktritt, bevor man rausgeschmissen wird, würde ich mal sagen. Aber er ist ja auch, er hat wohl einige Leute noch getroffen, die ihn unbedingt halten wollten, hat er selber nach eigener Aussage gesagt, habe ich zumindest so gehört. Also, am Samstag wollten noch einige mich überreden, dass ich bleibe, aber ich habe gesagt, nee, ich gehe. Aber genau, das ist doch Heidel. Ja, genau, konsequenter Typ meinst du? Ja, wirklich, wirklich konsequenter Typ. Ich glaube, dafür steht er schon, dass der ein Kollege ist, der in der Situation merkt, okay, aus der Scheiße hier komme ich nicht mehr raus, das müssen wir jetzt irgendwie anders regeln und dann kommt er einfach dem Rauschmuss bevor. Ja. Also das ist der Grund, glaube ich. Also ich bin da auch hin und her gerissen, weil einerseits kann es durchaus sein, dass man ihm nage. Also du merkst natürlich schon zu dem Zeitpunkt, wo man ihm schon gesagt hat, hör mal, wir stellen jemand Kompetentes an die Seite. In dem Moment hat er schon gewusst, eigentlich schon, das war so der erste Schritt. Ist jetzt schon jetzt vorbei. Ist das Ding schon am Rollen, da kannst du auch nicht mehr viel machen, weil auch der Autoritätsverlust da natürlich schon sehr groß ist. Das glaube ich auch. Es zeugt von Größe. Ich glaube, Heidel hat auch grundsätzlich kein Problem mit Größe und mit Verantwortung. Also dafür stand er eigentlich in den letzten, er ist jetzt schon sehr lange im Bundesliga-Geschäft, muss man echt sagen. Er ist ja jetzt wirklich kein Newcomer mehr. Andererseits ist da auf der anderen Seite auch etwas, dass man schon immer das Gefühl hat, na komm, ich kann das Ruder noch rumreißen. In der nächsten Saison wird alles besser, weil das darf man natürlich nicht vergessen. Auch wenn es Schalke ist, diesen Bundesliga-Verein zu managen, dessen Geschicke zu leiten, ist natürlich an sich eine Sache von großem Renommee. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, was da ist. Das gibst du, glaube ich, nicht mal eben so einfach auf, wenn du das Gefühl hast, okay, in dieser Saison läuft es nicht. Dann muss man natürlich gucken, wie groß intern halt der Autoritätsverlust ist, ob du unter Tönnies überhaupt noch irgendwie was reißen kannst. Und ich glaube, das sieht man an der Haltung, dass er jetzt gesagt hat, ich bin weg. Und so ist es, bevor da hier die Schlammschlacht anfängt, vielleicht sogar fast den Verein ein bisschen schützen. Du grinst die ganze Zeit so. Aber den Verein schon fast ein bisschen schützen, um dafür zu sorgen, dass das einigermaßen sauber alles ablaufen kann. Aber den Verein kannst du niemand kann diesen Verein schützen. Also dieser Verein kann sich selbst nicht schützen. Niemand kann diesen Verein, vor allen Dingen, da wirst du ja vermutlich gleich drauf kommen, wenn man weiß, wer da jetzt so als Nachfolger gehandelt wird. Wer denn? Ich glaube, dieser Nachfolger. Reschke, ernsthaft? Ja, also das ist auch geil. Da geht's schon los. Die Trainersuche danach, die ist schon los. Das ist ein Traum. Fantastisch, Roy, wenn du sagst, pass mal auf. Also wir stehen jetzt mit unserem Verein gerade auf, was sind die, Platz 14, 15? Lass den nehmen, denn. Ja, lass mal, wer ist jetzt, also wir brauchen jetzt einen richtig guten Mann, der bewiesen hat, dass er einen Verein wirklich ganz nach vorne bringen kann. Aber lass uns doch von Stuttgart den Reschke nehmen, ist doch top. Wo sind die denn eigentlich? Ja. Er bekommt aber den Jonas Bolt. Ja, an die Seite gestellt? Nochmal kurz bei Heidel bleiben, weil ich habe Heidel letzten Herbst getroffen zu einem Hintergrundgespräch. Boah, was für ein geiler Satzbeginn.
Das, solche Sätze würde ich gerne auch mal sagen. Standard Tobi. Ich habe jemanden, das ist so wie wenn Markus Lanz sagt, ich habe da mal mit dem Dalai Lama drüber gesprochen. Nein, aber guck euch das mal an, das wird heute ein richtiges schönes Schauspiel, die beiden nebeneinander. Ich glaube, der Wortredeanteil von Tobi wird heute auf jeden Fall. Nein, ich sitze jetzt hier und lerne. Ich habe Heidel zu einem Hintergrundgespräch getroffen, damals, als wir das Tonesco-Interview mit die Verlagerung gemacht haben. Und da hatte man auch den Eindruck, was ja Heidel seit er auf Schalke ist, versucht, dass er halt so ein bisschen so diese Geschichte lenken möchte, dass Schalke halt kein Topclub ist, sondern dass da sehr vieles im Argen liegt, dass die Infrastruktur nicht gut ist, dass da im Hintergrund sehr viel gearbeitet muss. Er hat halt quasi, ohne jetzt daraus zitieren zu dürfen, er hat quasi eine Stunde lang alles erzählt, was alles schlecht auf Schalke läuft und was man alles ändern muss, eine was man Stunde alles anfangen muss. Dafür genommen. Ja. Und dann war er beim Anfang quasi. Waren wir noch bei den infrastrukturellen Baumaßnahmen auf dem Trainingsplatz C. So. Und der Rest, da hatten wir keine Zeit mehr für. So. Und da hatte ich halt schon sehr stark aber auch das Gefühl, dass das natürlich einerseits klar, er wollte die Erwartungen lenken, wie er es von Anfang an gemacht hat, auch im Gespräch mit Journalisten, aber andererseits, dass er auch da wirklich so ein bisschen dran bis heute, glaube ich, geglaubt hat, dass auf Schalke selbst, Aufsichtsrat, Tönnies, Fans, dass da viele Schalke eine Nummer größer sehen als Schalke ist. Dass halt viele halt denken, Schalke ist so automatisch die Nummer, muss die Nummer 3 sein in Deutschland hinter Dortmund und Bayern, aber dass er das vielleicht selber noch gar nicht so gesehen hat, dass er selber noch gar nicht so geglaubt hat, dass Schalke so weit ist. Ja, aber die letzte Saison natürlich auch echt ein bisschen problematisch, was das angeht. Herrlich, ne? Ja. Wenn du mit so einem Fußball Zweiter wirst und dann in so einem Umfeld wie bei Schalke 04, da kommt das ganz automatisch. Ich habe gerade in den letzten 24, 48 Stunden mit ganz vielen Schalke-Fans in meinem Umfeld gesprochen und jeder von denen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie mitkriegen, was im eigenen Verein wieder los ist. Der eine meint, wenn Trainer X kommt, also da wurde ja schon nach Resch gekommen, dann ja auch schon gleich die Idee, dass man Bruno Labbadia als Trainer installiert. Dann kam gleich so, dann trete ich für die Zeit, wo Labbadia Trainer ist, aus dem Verein aus und so. Also es ist der gute alte Chaos-Verein, der wieder da ist gerade. Ja, wirklich echt spannend. Aber das ist echt ein bisschen, ich glaube, die haben wirklich stark daran zu knapsen, dass die letzte Saison so gut gelaufen ist, weil das ist echt so, ich meine, Fußball ist ja sowieso, das wissen wir alle, ist auch echt viel Münzwurf, muss man einfach sagen. Und in der letzten Saison, wenn du die Münze geworfen hast, hat immer alles geklappt. Egal, da hat Naldo das Tor gemacht, dann gewinnst du 1-0 ein Spiel, was du eventuell auch 0-1 verlieren kannst. Es hat immer alles geklappt. Und in dieser Saison war es halt einfach in den ersten 10, 15 Spielen so, dass immer in so einer Situation alles nicht geklappt hat. Das heißt, sie haben in der letzten Saison über ihren Möglichkeiten gespielt, aber vor allen Dingen auch über ihren Möglichkeiten gewonnen. Und in dieser Saison ist es genau umgekehrt. Genau. Das ist der Fluch der guten Tat. Einerseits und das Glück, sagt man so, das Glück gleicht sich aus. Ist nur blöd, wenn es in zwei verschiedenen Saisons passiert. In der einen Saison überperformt und in der anderen jetzt gar nicht mal so weit. Dann mehr lieber von den zweimal Platz 5 oder so. Ja, genau. Aber zur Person Heidel, man muss sagen, die Transfers, die er gemacht hat, die haben halt auch nicht funktioniert. Also sie haben schon eine Menge Geld ausgegeben. Sie sind jetzt nicht irgendwie so der kleine Underdog, der kein Kapital zur Verfügung hatte. Sie haben schon Geld in die Hand genommen und das hat leider nicht funktioniert. Und es ist auch keine klare Spielidee zu erkennen. Und ich frage mich immer so ein bisschen, also man sieht das ja auch bei anderen Vereinen, bei Nürnberg haben wir es gesehen, da ist der Trainer zusammen mit dem Sportvorstand gegangen, dann hast du jetzt in Stuttgart die Situation, dass der Reschke geht, aber Weinziel ist noch im Amt, aber ist es immer so ein bisschen eine wackelige Position. Da ist aber ein Trainer schon gegangen, nicht zu vergessen. Ja, ja, genau, klar, aber muss ja nichts heißen, weil Hannes Wolf ist auch schon wieder in der Diskussion. Ach was, echt, ja? Ja, ja, wird, also gut, wir sind die Anfänge. So, und jetzt hast du bei Schalke eben, jetzt ist Heidel gegangen, aber Tedesco sitzt ja eigentlich auch nicht mehr so fest im Sattel. Seine sportlichen Argumente werden ja immer weniger. Gerade jetzt auch wieder mit diesem Auftritt jetzt gegen Mainz. Ist das auch schon so ein bisschen, arbeiten die schon wieder darauf hin, dass sie sagen, ein neuer Sportvorstand soll dann bitte auch den neuen Trainer bestellen? Weil es natürlich Quatsch wäre, wenn Heidel, der dann selber geht, das macht. Ja. Ich glaube halt schon, dass Heidel, ich glaube schon, dass diese Sprachregelung zumindest in dem Teil richtig ist, dass Heidel das selbst entschieden hat zu gehen. Er verzichtet ja auch auf Geld, also es ist kein Rauswurf, sondern er hat ja auch ganz offen gesagt, ich will keine Abfindung haben. Und deswegen glaube ich schon nicht, dass das so ein klassischer Rauswurf war. Aber ich glaube schon auch, dass die Tage von Tedesco, wenn jetzt nicht irgendwas Überraschendes kommt, gewissermaßen gezählt sind. Weil das, also das Überraschende war ja quasi dann der Champions League, nee, Siegs wollte ich schon sagen, der Champions League Erfolg, das erfolgreiche, einigermaßen erfolgreiche Auftreten gegen Man City, wo alle gedacht haben, okay, Achtungserfolg, zwar verloren, aber Hut ab. Ja. Und dann kommt so eine Leistung wie gegen Mainz, wo du denkst, okay, komm, fuck it. Ist egal. Das ist nicht mehr. Also, ja, ist doch so. Also, du hattest da schon was, woran du dich jetzt aufbäumen kannst. Und dann kommt wieder so eine Leistung. Obwohl auch das, was gegen Manchester City, ich war im Stadion, hab mir das 20 Minuten angeguckt. Und mein Gedanke. Dann bist du gegangen, bist du nach 20 Minuten aus dem Stadion. Und nach 20 Minuten mein Felsenfester, okay, die kriegen heute, so wie sie auf dem Platz standen, die kriegen hier 6 Dinger.
Ja. So, und dann ist dieses Fußballspiel in die, hat sich halt verändert und dann ist es auch das geworden. Aber die Körpersprache, inklusive Trainer vorher in, und auch nachher, das sagt alles nicht Selbstbewusstsein aus, das Schalke 04 braucht, um durch die Saison zu kommen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was so jemand wie Tönnies haben will. Ja. Also, der braucht da einen, der also klassisch Eier auf den Tisch legt und den Laden. Thomas Doll ist jetzt bei Wolfsburg. Also. Ja, deswegen ist ja, wie gesagt, Bruno Labbadia. Also ohne ihn wäre der HSV auch nicht abgestiegen. Ja. Mit ihm geht Schalke in die Champions League. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, also bei Labbadia bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil er natürlich schon jetzt auch den einen oder anderen Verein hinter sich hat. Das waren aber auch teilweise Clubs, bis auf Leverkusen, würde ich mal sagen, wo es auch wirklich immer ganz schön knirsch war. Also egal, ob Stuttgart damals in der Situation der HSV. Ja. Ich finde, wenn ich das, also man lacht natürlich, man sagt, ehrlich, Labbadia, aber so ganz schlecht passt er zu Schalke eigentlich nicht. Also der hat schon ein bisschen diese Hemdsärmeligkeit. Ne? Ja. Der hat das schon. Also es ist jetzt nicht, ist jetzt nichts, wo man so auf den zweiten Blick sagt, das passt ja gar nicht dahin. Anders als Tedesco. Tedesco ist natürlich eigentlich jemand, der in diese Region wirklich nicht passt mit seinem Androiden-Sprech. Das ist schon ein bisschen schwierig. Es funktioniert natürlich in der Saison, wo alles irgendwie einigermaßen läuft. Wenn du am Anfang so ein bisschen Wind ins Segel kriegst und das irgendwie funktioniert, dann glauben die Spieler das alles. Wenn es dann nicht mehr so läuft und du redest halt wirklich, als hast du irgendwie so ein paar Drähte hinten aus dem Kopf, dann wird es so langsam ein bisschen schwierig. Also da weiß ich nicht, ob er in seiner Ansprache an so... Er ist ja selber erst, wie alt ist er? 31 oder was? Ich glaube, 31, 32. Auf jeden Fall. Mhm. Er wirkt mir da sprachlich und was so die 33. Ja, und was die Hinwendung zum Team angeht, nicht besonders variabel und variantenreich. Mhm. Der versteht wahrscheinlich eine Menge vom Fußball, aber ich weiß nicht, ob er in puncto Menschenführung so weit ist, ein Team in einer solchen Situation zu erreichen und denen das entsprechende Selbstbewusstsein einzuimpfen. Mhm. Den das, Satz, ja? den ich, Entschuldigung, letzter Satz dazu, den Satz, den ich oft jetzt in den letzten 48 Stunden gehört habe, war der Fisch stinkt immer am Kopf. Habt ihr auch das Gefühl, dass es in diesem Verein... Den hört man in Hamburg übrigens häufiger. Ja, genau. Rocket Beat zum Beispiel. Ja, genau. habt ihr das Gefühl, dass bei Schalke vielleicht gar nicht Trainer und Sportdirektor oder so, sondern vielleicht sogar der Mann ganz oben das Problem in diesem Verein sein kann? Tennis oder was? Ja, genau. Tja. Das ist das große Mysterium Schalke. Das werden wir heute nicht mehr lösen. Ich weiß gar nicht, ob man das an einer Person festmachen kann. Also ich sehe es zum... Aber Parallelen, das bringe ich ja mit. Die Fans scheinen das Gefühl zu haben, dass es, hey, wir wollen eigentlich mit Tedesco weitermachen, weil das lief alles und so. Aber wir wissen, dass er nicht mehr weitermachen wird, weil die Vereins... Aber was macht Tönnies denn? Also weil du hast einen Heidel, als er damals installiert wurde, da hieß, okay, jetzt kehrt endlich Ruhe ein mit dieser Personalie. Dann hast du einen Tedesco, die hatten sogar Erfolg. Und was danach passiert ist, der Tönnies kauft ja nicht jetzt die Spieler, in dem Sinne, dass er entscheidet, okay, den nehmen wir oder das ist das Spielsystem, was wir irgendwie schustern wollen. Von daher weiß ich nicht, in welchen Anteil er jetzt da noch dran haben soll. Also Clemens Tönnies ist ja meines Erachtens so immer eigentlich der, also Clemens Tönnies ist wie Uli Hoeneß, nur ohne Erfolg. Also du verkauft er nicht auch Würste sogar? Oder ja irgendwie? Klar, die sind sich, was das angeht, auch tatsächlich sehr ähnlich. Ja. Also auf anderen, in anderen Bereichen ist er tatsächlich wirklich sehr, sehr erfolgreich. Allerdings muss man da auch in das agierende Personal auch nicht so viel Geld investieren, um Erfolg rauszuholen. Mhm. Mit Stichwort Messergeld und solche Sachen. Naja, das Problem ist halt immer, dass der natürlich auch einen derartigen Geltungsdrang hat, dass er sich auch nicht lange zurückhalten kann. Und ähnlich wie bei Uli Hoeneß, da wird es aber noch ein bisschen durch etwas mehr Kompetenz im Verein manchmal abgefangen und ein bisschen konterkariert, sitzt Tönnies dann auch irgendwann da und sagt genau das, was er gegen Heidel gesagt hat. Er sagte, ja, man muss ihm da mal jemand zur Seite stellen. Das heißt, es kommt irgendwann immer dieses eine Tönnies-Interview, wodurch dann dieser ganze Stein ins Rollen gerät. Und das ist ja seit Jahren so. Also das hat ja schon vielen große Probleme bereitet. Ich glaube, ein bisschen mehr Kompetenz im Verein. Ich weiß auch nicht, wer ist denn auch sonst auf Schalke da, wo man sagen würde, der ist jetzt noch so ein gutes Korrektiv, wo man mal sagt, Clemens, tolle Idee, aber pass mal auf, lass uns das mal lieber so und so machen. Ich meine, was beim FC Bayern, da sind natürlich auch die zwei Kräfte, Hoeneß und Rummenigge, die auch immer mehr gegeneinander wirken, aber trotzdem ist da sehr viel Sachverstand im Verein. Und bei Tönnies, der hat ja nicht großen Fußball-Sachverstand, aber er kastriert im Zweifel dann auch diejenigen, die ihn dann hätten. Man muss aber auch sagen, wenn jetzt tatsächlich dann in welcher Konstellation auch immer trotzdem auch so jemand wie Jonas Bold aus Leverkusen da zu einem Planspiel Soldaten werden kann bei Schalke, ist es ja trotzdem Zeichen dafür, dass es nicht die klassische Variante wird, sondern dass sie trotzdem immer noch versuchen, zumindest dafür zu sorgen, dass sie modern bleiben. Also wenn Reschke vielleicht klassischer ist und Labbadia der alte Malocher, dann hast du mit Bold zumindest immer noch einen, der tut Labbadia mittlerweile so ein bisschen leid. Ich weiß gar nicht, warum der noch so einen schlechten Ruf hat.
Ich meine, eigentlich. Bei dir ist halt immer noch so diese Witzfigur wie vor ein paar Jahren. Aber halt auf jeden Fall bei Hamburg habe ich halt immer relativ viel Gutes ja auch gehört, auch bei der Recherche, wenn mein Buch über seine Arbeit und jetzt auch in Wolfsburg macht er auch sehr gute Arbeit. Irgendwie müsste man da mal so diese. Den Witz überarbeiten. Ich empfinde so, seine den Klischees, Witz überarbeiten ist zur Karnevalszeit übrigens immer eine sehr gute Idee, das auch nur kurz anzuregen. Aber das sehe ich tatsächlich genauso wie du. Deswegen schwurbelte ich gerade auch ein bisschen rum, weil vieles noch immer so ein Labbadia aus der alten Zeit. Aber tatsächlich, spätestens eigentlich seit seinem zweiten Engagement in Hamburg, muss man sagen, hat er da schon auch an seinem eigenen Image auch echt ein bisschen was getan. Also die Dinge, über die wir lachen, die sind ja auch schon ungefähr 10 Jahre alt, die ihm da so nachhängen. Und tatsächlich hat er in Wolfsburg bis jetzt. Und es tut mir echt leid, weil ich Wolfsburg wirklich echt, ich wurde gerade nicht so gut finde. Und, Drei Punkte bis zur Champions League. Ja, ne, und der macht da wirklich einen sehr, sehr guten Job. Und der brennt und der hat offensichtlich ja ein bisschen Verständnis vom Fußball. Also von daher finde ich diese Idee an sich nicht komplett geisteskrank. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn du jetzt mal eben jemanden aus seinem laufenden Vertrag zum FC Schalke holst. Also das ist dann beginnt es ja schon so, dass du als Trainer den Spielern schlecht Vereinstreue und Wappenküssen und so einimpfen kannst, wenn du mal eben kurz von dem einen Verein zum anderen wechselst. Also in mir nichts, dir nichts. Ja. Aber warum sollte er das von dir auch? Er hat ja, also es würde er vielleicht nur machen, wenn er sagt, okay, das in Wolfsburg, ich habe jetzt überperformt. Für mich ist nicht zu erwarten, das zu wiederholen. Ich gehe auf den Höhepunkt und gehe vor allen Dingen zu einem eigentlich größeren Club, aber auf dessen Tiefpunkt. Ja, also das für mich quasi keine Falle über existiert, sondern ich nur nach oben fallen kann, dann ist es vielleicht eine Entscheidung, die er in Erwägung ziehen sollte. Aber momentan, warum sollte er in Wolfsburg, wo er auch, finde ich, den besseren Kader irgendwie zur Verfügung hat, die besseren Perspektiven, wenn VW wieder Bock hat, wenn in Deutschland nicht so viel Geld gezahlt werden muss wie in Amerika und sie ein bisschen was übrig haben, dann hast du wieder 100 Millionen zur Verfügung. Schalke hat ja auch nicht die besten Erfahrungen damit gemacht, Trainer von Wolfsburg zu klauen. Ja, Clown ist im Allgemeinen eh nicht so gut. Aber ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ich habe auch gerade gemacht, wen meinst du? Ich lerne das. Einfach, weil er handwerklich gut gemacht, aber ich überlege immer noch, wer war denn das nochmal gleich? Warte mal, wir kommen gleich drauf. Das ist euer Quiz jetzt. Ihr dürft jetzt im Chat irgendwie euch aussuchen. Wer war das oder wer kann das gewesen sein? Wir sagen euch das nach der Werbepause. Gleich sind wir wieder da. Ja, ich weiß. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live. So, wir verlassen Gelsenkirchen, raus aus dem Grubenstollen und wir machen jetzt ein bisschen weiter, da wo die Sonne scheint. Die Antwort lautete übrigens Felix Magath. Natürlich, Felix Magath, ihr habt es im Chat natürlich alle gewusst. Ja. Ne? Wir natürlich heute, auch. Noch heute laufen durch Gelsenkirchen ca. 25 Japaner und Armenier mit aktuellem Vertrag. Und überall sind Hügel aufgeschüttet. Genau. Was mich interessieren würde, wer war bei mehr Bundesliga-Vereinen, Felix Magath oder Bruno Labbadia? Felix Magath. Als Trainer? Magath, ne? Als Trainer wahrscheinlich. Sollen wir das mal durchgehen? Ich glaube, Stuttgart, Wolfsburg, mit Hamburg, Bremen. Okay, aber komm, wir machen eine Runde. Micky fängt an. Also pass auf, Magath hat angefangen. Soll ich mal versuchen, das mal so durchzumachen oder machen wir es jetzt? Nee, jeder ein. Also Magath hat, soweit ich weiß, angefangen, zumindest in der Bundesliga, ich glaube, er war vorher Uerdingen oder so, aber angefangen in der Bundesliga mit dem HSV. Das muss so 94 gewesen Tobi? Sein. Tobi? Der war auf jeden Fall in Stuttgart, aber das war nicht direkt danach. Das war so 2-1. Ja. Dann sage ich natürlich Wolfsburg, Meister. Dann sage ich natürlich Eintracht Frankfurt. Ja. Natürlich, so. Mhm. Vor der Station war er beim großen SV Werder Bremen. Mhm. Mhm. Oh ja, da hat er fast Ailton vertrieben. Mhm. Klassenerhalt geschafft, Ailton vertrieben und dann kam Thomas Schaff. Genau. Ich glaube, dazwischen war noch Artemos oder so. Ja. Artemos war vor Magath. Davor? Ja, vor Magath. Auf jeden Fall, Magath war in der zweiten Liga bei Nürnberg, hat den Aufstieg geschafft, hat dann aber gesagt, ihr könnt mich am Arsch lecken. Mhm. Michael Aroth, großer Präsident von Nürnberg. Kein Platz mehr für Hügel. Aber es ist halt zweite Liga, ne? Ja, ist egal, zählt weiter. Das war's. Bayern war er auch. Shit, das wollte ich eigentlich auch sagen. Bayern und hat das Schalke jetzt? Schalke. Schalke. 8. Würde dann, aber SLR, Schalke 8. Also Schalke mehr haben wir, glaube ich. Ne? Nee, Wolfsburg war er zweimal. Wolfsburg war er zweimal. Erste Mal war 2009, Meister. Und dann nach Schalke nochmal Wolfsburg. Und dann war aber, da ist ja halt noch Dieter Hoeneß abgesägt worden, der war weg. Und ich weiß nicht, wer da gerade Trainer war. Die waren beide weg und dann kam Magath in Generalunion. Also quasi Generalunion. War der nicht auch mal bei Laut? Nee. Also wir haben jetzt alle tatsächlich haben wir alle, ne? bekommen. So, das ist eine ganze Menge. Das hat selbst Felix Magath nicht geschafft. Und Labbadia war Fürth, Leverkusen, Hamburg, Stuttgart, Bremen. Hamburg. Nee, Bremen nicht. Hamburg und dann wieder Wolfsburg, oder? So. Also es. Aber Labbadia ist ein bisschen jünger. Er hat Darmstadt nach der Zeit, glaube ich, mehr Perspektive in der Liga als Felix Magath. Der ist so ein bisschen durch. Er ist jetzt irgendwo in China. Und wenn er nicht irgendwie ein Comeback macht wie Thomas Doll, der ja noch 12
Ja, 12 Years a Slave, hatte ich gerade. Aber 12 Years in Ungarn, was? Bulgarien? Aber er war da recht erfolgreich. Ungarn, ne? Ja, ja, er war da sehr erfolgreich. Genau, aber ja. Lass mich mal jetzt diesen ganz billigen Ball verwandeln. Apropos erfolgreich, wir reden jetzt mal über dein Mikrofon, was irgendwie komisch liegt. Und wir reden das Mikrofon höher. Auch höher. Über Leverkusen gegen Dortmund. Und dann reden wir auch noch über die Bayern, die im Gleichschritt um den Platz an der Sonne streiten. Dortmund gegen Leverkusen, das war eines der feineren Spiele in dieser Saison, oder? Leverkusen, die haben ihrer derzeitigen Form Tribut gezollt auf dem Rasen. Haben losgelegt. Gesundheit, was ist hier los? Ja. Haben losgelegt wie die Feuerwehr. Haben richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Haben sich nicht einschüchtern lassen. Haben aber am Ende dann die Gegentore kassiert. Stand dazwischen durch 1-1, aber dann 3-1 und am Ende noch ein 3-2. Und dann gab es noch einen richtigen Sturmlauf. Ne? Da hat Leverkusen alles versucht. Blieb aber beim 3-2. Das war ein richtig schönes Spielchen, Tobias. Hat richtig Spaß gemacht. Also ich fand, man hat gemerkt, dass Leverkusen mit breiter Brust rankommt. Haben ja in der ersten halben Stunde komplett Dortmund in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Und haben dann auch dann teilweise Szenen gehabt, wo Jonathan Tah und Sven Bender einfach mal ins letzte Drittel vorrücken und da dann nach dem Ballverlust ins Gegenpressing gehen. Das war halt schon teilweise leicht verrückt, aber es hat funktioniert. Auch weil Dortmund irgendwie nicht so ganz auf der Höhe war. Da hat man gemerkt, die haben sich sehr tief reindrücken lassen, haben sich gar nicht getraut, dann früh anzulaufen, haben gar nicht getraut, da irgendwie Räume preiszugeben. Das hat sich dann mit dem 1-0 verändert. Das 1-0, das dann aus dem Nichts kam, dann war dann plötzlich Dortmund präsenter, fand ich. Sind dann auch selber weiter rausgerückt und haben es dann gerade in der zweiten Halbzeit sehr gut geschafft, so kompakt zu stehen, dass Leverkusen halt immer auf die Flügel raus musste und dann dort nichts mehr anfangen konnte. Und da hast du richtig schon auch gesehen, wie sich auch Taktik und Kopf bedingen. So. Ja, die hängen zusammen. Bei Dortmund muss man sagen, Innenverteidigung war wieder da, ne? Das hat man gemerkt. Die hat gefehlt, glaube ich, in den letzten Wochen. Mhm. Gerade auch Zagadou. Der nimmt ja, glaube ich, rein von der Körpermasse in den halben Strafraum schon irgendwie in Besitz. Es sieht immer so lustig aus, wenn die jubeln und dann Götze an Zagadou hochspielen. So ein bisschen wie Rosicki und Goller damals. Ja, genau so. Ja, genau, wobei Zagadou hat natürlich wirklich in den letzten Wochen wenig Freude gemacht. Also eine typische Szene für die Dortmunder Verteidigung war eigentlich immer, Flanke kommt rein, Zagadou springt hoch, erreicht den Ball nicht und dann aber der Gegenspieler. Also es ist schon, das war nicht so toll. Und auch in diesem Spiel war die Innenverteidigung ja nicht selten indisponiert und hat ja speziell vor dem 2-3 ja förmlich um das Gegentor gebettelt. Also es war völlig klar, dass über kurz oder lang ein Kopfball-Gegentor fallen würde. Und so kam es dann ja auch durch Jonathan Tah. Und man hat sich schon ein bisschen gewundert, warum das denn jetzt sein musste. Die Leverkusener waren gut, keine Frage. Trotzdem war es für mich aus Dortmunder Sicht natürlich sehr beruhigend zu sehen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt sie plötzlich dann doch langsam wieder ihre, ich glaube, es war spätestens ab dem 2-1 von Sancho, da haben sie selber gemerkt, okay, wir können hier jederzeit auch nochmal zurückschlagen. Und dann merktest du plötzlich, wie die Sicherheit zurück war und wie in den Abläufen alles plötzlich stimmte. Also das 4-1, was ja dann nicht gegeben wurde, liefert aber ja doch sehr gut Aufschluss darüber, dass die Dinge plötzlich wieder gegriffen haben und dass die Sicherheit da war und dass der Fußball ihnen offensichtlich auch wieder Spaß gemacht hat. Und aus psychologischer Sicht muss man fast dankbar dafür sein, dass dieses 2-3 noch gefallen ist, weil du als Dortmunder Spieler plötzlich merkst, okay, hier geht die Scheiße wieder von vorne los, wie gegen Hoffenheim, wie gegen Bremen, aber wir sind in der Lage jetzt, dieses 3-2 dann auch mal über die Zeit zu bringen, sogar noch mit Tuchfühlung, hier noch mit einem höheren Sieg dann auch letzten Endes nach Hause zu fahren. Und das war hoffentlich jetzt der Moment, in dem sie es dann oft geschafft haben, dann mal wieder Stabilität zu erlangen. Also psychologisch war das mit Sicherheit ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Was sagst du denn? Glaubst du, dass es für die Meisterschaft reicht diese Saison? Also dafür gibt es eigentlich zwei Gründe. Ich gehe davon aus, dass die Dortmunder Defensive über die Saison hinweg noch den einen oder anderen Klopper fabrizieren wird. Am Ende muss man so gewinnen wie Bremen in der Doublesaison. Also einfach immer einen, so meistens wird es zwar tendenziell häufiger eher ein 3-2 als jetzt ein 1-0, aber ist ja für die Fans auch okay. Und worauf ich natürlich sehr stark setze, ist die Defensive der Bayern, denn auch die wird im Laufe der Saison noch ein paar Mal dafür sorgen, dass sie nicht mit Siegen vom Platz gehen. Also das sind so zwei Faktoren, auf die ich setze. Letzten Endes kann man es auch runterbrechen. Beide Vereine werden noch Punkte lassen, aber das wird sich dann gerade so eben die Waage halten, dass die Dortmunder am Ende mit, ich sag mal, ich glaube, es bleibt am Ende bei 3 Punkten und dann ist es okay. Ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg
weil er doch so ein bisschen so konträres Momentum war, dass quasi Leverkusen so unfassbar gut drauf war und Dortmund eben schlecht drauf war. Also und viele Leute haben, glaube ich, auch eher gedacht, so Mensch, das ist, spricht einiges für Leverkusen. Das sah am Anfang ja auch so aus auf dem Platz. Aber wenn Dortmund dieses Spiel verloren hätte, dann gehst du als Tabellenzweiter in das Spiel gegen München. Mhm. Und nachdem du quasi über Wochen 7 Punkte Vorsprung hattest oder teilweise noch mehr und du eigentlich auch schon zur Meisterschaft geschrieben wurdest. Und dann auf einmal gehst du in dieses Spitzenspiel, was du seit Wochen da irgendwo am Horizont aber, siehst, als Tabellenzweiter rein. Jetzt hast du ja die Hoeneß-Sache schon abgekauft. Wie sie? Was habe ich die abgekauft? Ja, abgekaut? Was? Dortmund war, Bayern war nie vor Dortmund. So, der Hoeneß hat sich ja am Sonntag in den Doper besetzt, hat dann fest behauptet, dass Bayern wieder Tabellenführer ist. Ja. Gegen jegliche. Ja, das macht mich, als Statistik-Nerd macht mich das wütend. Es gibt keine Logik. Es gibt Tordifferenz nicht, direktes Duell nicht, selbst Torquotient, den es mal vor 50 Jahren gab, selbst da sind sie nicht vor. Brauchst mich hier als Trigger für irgendwas, was du sagen wolltest, was ich gar nicht gesagt habe. Du hast gesagt, sie gehen jetzt Tabellenzweiter dann in das Spitzenspiel. Ich hätte gesagt, wenn sie gegen Leverkusen verlieren, dann kann es sein, dass sie... Dann werden sie noch vor denen. Ist doch egal. Aber mit 0 verlieren müssen. Freunde. Gefühlte Wahrheit. Freunde. Tobias Escher, es tut mir leid, dass ich dich so erzürnt habe. Ich wusste nicht, dass dich eine Lappalie so in Rage hat. Beruhigt euch, Leute. Wir sind hier zwar unter uns, aber nicht alleine. Es kommt dir ja vor wie Bernd Stelter jetzt gerade. Ohne Scheiße. Ja, stürmst du die Bühne? Was ist hier los? Okay. So. Was ich sagen, dass ich als Einziger hier, der im Ansatz auch nur irgendwie. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt Fußball kommt. Auf semi-professionellen Bereich performt hat. Ja. Dass ich das auch auf psychologischer Ebene irgendwie nachempfinden kann. Ja. So ist das halt. Und so gehen sie halt mit 3 Punkten Vorsprung ins Derby und können aufgrund des tollen Torverhältnisses auch nicht vom Thron gestoßen werden. Es sei denn, die Bayern gewinnen das irgendwie 4-0 oder so. Ja. Ne? Haben wir das auch festgehalten. So, also wichtiger Sieg für Dortmund, gerade auch nachdem man gegen Tottenham. Was hier für also ist ja. Er hat Emotionen pur. Vor wie so ein Scheidungskind. Ja. Das ist ein bisschen so, ja. Mein Gott. Ja. Wollen wir noch was zu Dortmund gegen Leverkusen hier auf dem rechten Flügel? Also ich nicht. Ne? Wie ist das jetzt? Weil jetzt reden wir eine Dreiviertelstunde über Schalke, aber dieser glanzvolle Sieg der Dortmunder gegen Leverkusen. Ja, was mich da. Was in 5 Minuten so weggerotzt oder was? Nee, was froh, dass wir brauchen noch 10 Minuten für die Eintracht. Wir brauchen noch 60 Minuten für die Eintracht. Wir haben auf jeden Fall. Also, ich habe dir darüber gesprochen, was mich am Anfang verwundert hatte, dass dieses Ballbesitzverhältnis, das ich irgendwo gelesen hatte, von 75-25, einfach so ein krasses Leverkusen-Bild gezeichnet hat. Ich war im Stadion, ich hatte schon das Gefühl, dass Leverkusen... Mann, ja, ist ja gut. Nein, streich den Satz. Ist egal, scheißegal. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass Leverkusen dominanter war bei der ganzen Sache, aber so krass habe ich das gar nicht wahrgenommen. Kann es sein, dass du kein Zuhause hast? Sehr Ruhe jetzt, aber das Bosch auch, doch habe ich. Der pennt in Stadien. Mann, ich wollte den Satz nicht sagen, ich schäme mich selber. Aber dass Bosch danach ja gesagt hat, heute hat nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft gewonnen. Ja, aber der war noch beleidigt immer noch ein bisschen. Nee, ich finde, wenn Leverkusen das Ding gewinnt, dann da darfst du, also eigentlich müssen die das nicht verlieren. So. Wer die Leverkusen? Ja. Nein, das hätten sie auch nicht zwingend verlieren. Eigentlich müssen sie es gewinnen, in meinen Augen. Das ist eigentlich eher so, auf einmal, ups, Dortmund schießt ein Tor. Ich glaube, ein Unentschieden wäre durchaus in Ordnung. Da hätte man sich jetzt nicht beschweren dürfen, ja, das stimmt. Ich glaube auch andersrum nicht. Und dann hättest du halt genau den brennenden Baum, den keiner hätte haben wollen, weil dann hättest du nämlich die Punktgleichheit gehabt. Ja, ja. So. Aber es wäre schon spannend gewesen. So. Aber gut. Aber letzten Endes kann man spannend. Übrigens auch letzten Endes das Spiel gegen Bayern aus Dortmunder Sicht ist auch nicht das Entscheidende für die Meisterschaft. So, darf man auch nicht vergessen. Es ist jetzt nicht so, als wäre die Meisterschaft, und zwar in beide Richtungen, durch dieses Spiel entschieden. Also da, ich glaube, die Punkte werden dann am Ende noch woanders gelassen. Und das sind dann, glaube ich, eher so die Kackspiele, wie gegen Augsburg oder andere Vereine, die am Ende darüber entscheiden, ob man dann die Schale hochhält oder nicht. Wann spielen die denn gegeneinander? Also Dortmund-Bayern? Lange dauert es nicht mehr. April, glaube ich, oder? Ja, das ist demnächst so. Ich bin gerade auf dem Weg in die Das Hinspiel Pläne. War im Dezember oder Ende November, Anfang Dezember. Also ist es ja. 6. April. Ich weiß nur, am allerletzten Spieltag. Gladbach, ne? Bayern gegen Eintracht. Ja, und Dortmund-Gladbach. Das heißt, da wird es wahrscheinlich für alle 4 Vereine um ordentlich was gehen. Aber das wirklich. Wird ein ziemlich krasser letzter Spieltag. Also kann ja auch schon vorher entschieden werden. Stimmt. Wenn die eine oder andere Schwächeperiode kommt und so. Aber was ich meine ist, du sagst, das wird da nicht in diesem Spiel gegen Bayern entschieden.
natürlich wird es tabellarisch nicht entschieden. Aber ich glaube eben, dass das eine Signalwirkung hat. Und dass die Bayern sind ja auch so, die sind ja wie so ein Mentalitätstier. So. Wenn du die einmal irgendwie ärgerst und die kommen ins Laufen, die haben so viel Erfahrung auf dem Platz. Und wenn die sich mal zusammenreißen und diese ganzen Querelen und Dispute, die die intern haben, du siehst immer wieder, was so durchsickern. Ein Rafinha meldet sich einmal zu Wort, wo man merkt nach 10 Jahren, der kann ja reden, der Mann, weil er sich auf einmal ungerecht behandelt fühlt, obwohl er Zeit seines Lebens im zweiten Glied steht bei Bayern. Ja. Ja? Da merkst du ja, das brodelt bei den Bayern. Und wenn die aber in eine Situation kommen, dass die merken, okay, jetzt sehen wir die Braten, wir können Meister werden und es allen heimzahlen, ganz Fußball-Deutschland, die über uns lachen und uns abgeschrieben haben, den können wir sein. Dann sind die Bayern da. Und das ist jetzt ein bisschen das Nervige an denen. Und dann reißen die sich zusammen. Galt in den meisten Saisons, in dieser würde ich das nicht unterschreiben, weil dafür sind so Spiele wie zum Beispiel gegen Augsburg, wo sie auch nur 3-2 gewonnen haben, die sind dann doch individuell auch zu anfällig. Aber dann hast du das Liverpool-Spiel gesehen und dann denkst du, okay, krass, die sind halt auch noch da. Ja, klar, aber ich meine, wie gesagt, Schalke hat ja gegen Manchester City auch um ein Haar gewonnen. Also das heißt, wenn du so Riesenvereine hast, deswegen meine ich halt eben auch, wenn es um diese 6 Punkte, um die Top-Spiele geht, dann sind diese Vereine natürlich auch da mit ihren Spielern, weil die natürlich einen ganz anderen Aufmerksamkeitslevel haben. Deshalb sind halt eben so Spiele wie gegen Nürnberg, Augsburg, Mainz, whatever, das sind ja die Spiele, wo die Punkte liegen gelassen werden. Weil da bist du halt eben und sagst, in jedem Moment gehst du dann halt eben nur mit 80% oder 70% rein und denkst, ah ja, komm, das ist ja die Scheiße. Und das deswegen, ist aber, was ich meine, dass nämlich genau diese 70% Performance bei den Bayern abnehmen wird, wenn sie das Gefühl haben, ey, wir können hier wieder was erreichen, wir können Meister werden. Ich glaube, dann ist die Konzentration höher. Und andererseits war das am Wochenende nicht anders. Am Wochenende war das ganz anders als das Dortmund-Spiel, war das ein Gegenspiel gegen Hertha ein kompletter Langweiler. Die Bayern haben da wirklich kein Prozent mehr gegeben als. Ja, als hat aber gereicht am Ende, ja. Das Liverpool-Spiel, über das wir ja morgen reden werden, im Bundesliga International, das war ein ganz anderer Schnack, was so Körperhaltung angeht, was so viele kleine taktische Details angeht, wo man einfach gemerkt hat, okay, da ist jetzt die Konzentration 100% da. Und Hertha hat nicht so groß anders gespielt als Liverpool, von der Formation her ja, aber die haben auch früh gestört, haben auch zugestellt, vorne alles, hohes Pressing. Und die Bayern haben da sehr viel schlechtere Lösungen gefunden, obwohl da größtenteils dasselbe Personal auf dem Feld stand. So ein Martinez, der jetzt sehr stark gelobt wird, aber abseits seines Tors sehr stark aus dem Spiel genommen war. Der hat in 90 Minuten weniger Pässe gespielt als Thiago, der zur zweiten Halbzeit erst gekommen ist. Und da hast du halt wirklich gemerkt, okay, die Bayern geben da noch nicht so dieses 100%-Ding rein, sondern gucken dann, dass sie das irgendwie durchverwalten. Wenn's am Ende ganz anders, das war ein ganz anderes Spiel als das von Dortmund, die halt da wirklich ist aber dann nochmal so 100% rein dürfen muss. Also diese jugendliche Energie, dieses übersprudelnde, das hast du halt in Dortmund. In Bayern hast du halt eher dieses sachliche Verwalten, die Erfahrungen. Es ist einfach also so. Also jugendliche Energie, die übersprudelt, würde ich der aktuellen Bayern-Mannschaft wirklich nicht unterstellen. Nee, so denke ich nämlich auch. Gehen wir mal weiter, oder? Ja. Weil wir haben was Außergewöhnliches, ein richtiger Exoten hier in dieser Sendung. Pass auf, haltet euch fest, es gibt eine Taktikanalyse zu Freiburg gegen Augsburg. Viele haben es gefordert, wirklich. Immer wieder ist ziemlich Augsburg, so wie Freiburg. Tobias Escher kommt mit der Taktikanalyse. Ja, über Augsburg reden wir sogar sehr viel. Eigentlich könnten wir Augsburg diese Saison so als neuen Verein reinnehmen. Ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie reden wir dauernd wir über reden, Augsburg. Weil sie so schlecht sind. Ja. Und einfach mal schlechter spielen für alle Hertha-Fans da draußen. Oder? Ja. Ja gut, Hannover stellt das Beispiel, so wären es die Fortschritte mehr bei der Vereinigung. Augsburg, finde ich, ist echt eine Bereicherung für die Bundesliga. Ich finde, seitdem die aufgestiegen sind, machen die recht häufig ziemlich viel Spaß. So. Ja, bis auf diese Saison. So, genau. Ne? Ja. Haben wir auch Verletzungspech, wenn der Finn Bogason nicht dauernd ausfällt. Klar, sie haben natürlich in der Winterpause auch noch quasi mit Hinteregger eine wichtige Säule verloren und einen Kajubi, der auch mal wieder gut war, vorne noch mal was zu reißen, auch mit seiner Kopfballstärke. Gerade Finn Bogason und Gregor Ritscher geht ja auch über Flankenbälle viel, über Philipp Max. Und da hast du Kajubi, sicherlich tut er auch noch mal weh, wenn er fehlt. Ja. Aber dieser Auftritt jetzt, die erste Halbzeit gegen Freiburg, alter Schwede. Mhm. Das war das Schlechteste, was ich seit langer Zeit von Augsburg gesehen habe. Aber da hat Hinteregger, der ja nun jetzt recht erfolgreich direkt in Frankfurt eingestiegen ist, ich fürchte, dass er da nicht wenigen Teilen der Mannschaft aus der Seele gesprochen hat, als er sagte, ich kann über den Trainer nichts Positives sagen, werde aber auch nichts Negatives sagen. Ich glaube, wenn man das so sieht, wie die Mannschaft auftritt, war er mit dieser Meinung nicht alleine. Er war nur der Einzige, der es gesagt hat. Und er sagte ja tatsächlich, dass im Grunde genommen schon das komplette Jahr 2018 aus Augsburger Sicht so eine richtige Senke war und die Ergebnisse bestätigen ihn ja. Aber das Problem ist, nach so einer Aussage kannst du ja den Trainer erst recht nicht entlassen. Also, du kannst ja nicht erst Hinteregger sagen, der Trainer kann nichts, und dann sagt das Präsidium, ja, okay, alles klar, wir lassen ihn. Ist natürlich richtig, sich dann von Hinteregger zu trennen. Das war natürlich
total richtig, also aus sportlichen Gründen vermutlich eher nicht, aber aus taktischen, disziplinarischen Gründen, was willst du da auch sonst noch machen? Mhm. So, blöd halt nur, wenn jetzt in 3 Wochen halt das heißt, schade eigentlich, jetzt hätten wir ihn doch ganz gerne behalten, weil er muss ja jetzt nicht mehr vom Baum trainiert werden. Mhm. Vielleicht hat man auch so ein bisschen, ja, klar, kann natürlich sein, vielleicht hat man aber auch so ein bisschen unterschätzt, wie brisant das ist, weil man natürlich den Komfort hat, dass mit Hannover und Nürnberg 2 Mannschaften noch wesentlich schlechter in der kompletten Saison performen. Stuttgart, mal gucken, wie die sich entwickeln, wenn die irgendwann vielleicht das Baum ja bald Trainer in Stuttgart. Ey, wie lustig das ist, weil ich wollte nämlich gerade sagen, es gibt einfach einen Tausch. Ja. Weil Weinziel, feierliche Rückkehr nach Augsburg, da hat es ja auch gut funktioniert. Ja. Und Baum, hey, der neue Mann. Ich meine, hallo, wenn Reschke Schalkes Sportdirektor werden kann, dann kann Manuel Baum natürlich auch die große Trainerhoffnung in Stuttgart sein. Wieso nicht? Aber wir haben sogar eine Analyse. Ich habe ja eben gesagt, ich habe Augsburg selten so schlecht gesehen. Kannst du das faktisch bestätigen? Ja, so teilweise. Ich habe es jetzt so ein bisschen auf Freiburg gedreht, weil wir so wenig über Freiburg reden. Und die sind ja in der Tabelle, ich grüße mal bei dir drauf, Rang 13 mit 27 Punkten, jenseits von Gut und Böse, aber vor allen Dingen jenseits von den Abstiegsrängen, von den Abstiegsrängen, was ja ein Riesenerfolg ist für Freiburg. Ja. Man redet so wieder so gar nicht über die. Ja. Habe ich mal so jetzt an der Szene exemplarisch gezeigt, was so die Qualität ist. Christian Streich würde wahrscheinlich sagen, man müsse leide könne. So, also Sputal. Die laufen einfach so unfassbar viel zu und die gehen halt auch immer sofort wieder raus. Ich habe jetzt hier so quasi diese Szene, man sieht es auf der Taktikanalyse immer nicht ganz so gut. Ich muss immer ein bisschen was dazu erklären. Das ist ein Einwurf Weiß-Augsburg. So. Ball fliegt rein, Ball wird geklärt, nicht viel los. Jetzt passiert relativ viel. Da muss ich einmal Stopp machen. Das ist dann die Szene quasi, wie sie 5 Sekunden nach diesem Einwurf ist. Also wirklich, der Ball geht raus, keine 5 Sekunden später, Ball ist beim Torwart. Krass, und du hast hier sofort 1, 2, 3 Freiburger, die wieder in der gegnerischen Hälfte sind, vom eigenen Strafraum sofort losgesprintet. Du hast eine Abwehr, die einfach mal konsequent hinten rausrückt. Also komplett hinten rausrückt und die Augsburger zustellt. Was hast du bei Augsburg? Bei Augsburg hast du gleich, ich radiere es mir kurz weg hier, da hast du gleich 5 Leute, die quasi vorne wegtraben. Hier 1, 2, 3, 4, 5, die vorne stehen bleiben. Das heißt, Freiburg ist in dieser Situation, rücken schneller nach vorne, als der Gegner nach hinten rückt. Und dann kommst du dann sofort wieder, keine 10 Sekunden später, nochmal die ganze Szene ablaufen lassen, kommst du wieder in der Situation, wo du auf dem Flügel eine Überzahl herstellen kannst, wo du es auf dem Flügel hinbekommst, hier sofort rausschieben und sofort wieder eine gute Pressing-Situation. Stürmer, Petersen, der sofort mitarbeitet, der sofort den Rückpassweg schließt, also der sofort dafür sorgt, dass hier der Pass nicht gespielt werden kann. Ja. Auch der zweite Stürmer hat sofort Zugriff auf diesen Pass. Du hast hier eine Deckung, das ist auch genau da wird gleich der Ball erobert werden, genau da wird gleich Khedira einen Ballverlust erleiden. Du hast hier auch wieder einen Spieler, ich weiß gar nicht, ob das Abrashi ist, der sofort mitdenkt und damit auch diesen gesamten Raum schließt, weil er rausrücken kann. Du hast einen Außenverteidiger, der vordeckt, also der halt hier wirklich an dem Punkt steht, dass wenn jetzt doch irgendwie notfalls der Pass auf außen rausgeht, kann er sofort vorsteppen und den Ball abfangen. Das ist halt dann wieder so Mindset. Das ist halt dann wieder sofort von dem eigenen Einwurf in nicht mehr 10 Sekunden raus, von hinten sofort in die Pressing-Situation übergehen. Und das ist auch der Riesenunterschied zu Augsburg. Zu Augsburg, die hier halt jetzt immer noch mit 5 Mann vorne stehen. Also du kannst hier gar nichts als Augsburg machen, weil du halt hier 5 Mann vorne hast. Die Mannschaft ist nicht weit genug draußen, dass du einen langen Ball spielen kannst. Wenn du einen zweiten Ball eroberst, ist hier niemand, der den zweiten Ball erobern kann. Aber das ist halt eine Szene, da hat Freiburg instant gewonnen. Ja, ich als Trainer sehe natürlich den freien Torhüter. Warum nicht zum Torhüter zurück? Das kannst du machen, natürlich, klar. Das ist dann die einzige Option, den du hast, haben sie nicht hier gemacht. Musst du auch gut spielen, weil viel früher die Situation. Einfach geht zurück an den Verteidiger den Ball. Ist das die Situation? Wollen wir jetzt sehen? Also es ist der Pass nach außen, den darfst du natürlich so eigentlich nicht spielen, weil das ist genau das, was Freiburg möchte. Ja, ja. Genau das. Das ist genau ist eine Pressingfalle, dass sie dir wollen, dass du den Ball zum Außenverteidiger spielst. Machen sie unter Streich seit Jahren. Und das ist halt auch das, was sie so geil können. Die können das in Perfektion, die machen das auch in Perfektion. Und dann hast du halt hier sofort eine Überzahl. Du hast halt hier auch auf außen eine ganz krasse Überzahl. Du hast halt hier eigentlich quasi so einen ballnahen Raum 5 gegen 2. Das kannst du gar nicht gewinnen. Ja, du kannst du nicht, wenn du den... Nein, jetzt nicht schon wieder. So? Nein. Und dann zu dem jetzt wieder ein Penis. Und dann aus dem Lauf einen hohen Ball. Heute was, ne? Einen hohen Mensch, Ball. Also alles dem Raum heute. Auf die 22. Ja. Was ist das? Nee. So. Ja. Instant Augsburg
Vielleicht solltest du, Augsburg-Trainer werden. Du hast echt Nerven, ey. Nachdem du gerade hier schon mit den Zahlen so provoziert hast, fummelst du ihm da auch noch jetzt. Ja, klar. Also du willst es heute echt wissen. Ne? Ja, ey, vielen Dank für die Analyse. Ich fand das informativ. Ja, das, man lernt ja tatsächlich was bei dir. Das ist echt immer. Ich bin wirklich erst bei einem. Aber gewinnt man damit 5-1? Ja, wenn Augsburg halt so schlecht spielt auch. Mhm. Also das Ding war schon gegessen, als es 1-0 stand, glaube ich, nach 6 Minuten. Da kannst du dann gar nicht, brauche ich keine Taktik dann auspacken. Rani Khedira, über den Ball tritt, über ein langer Ball einfach nirgendwo, er tritt rüber und dann ich glaube, Pedersen war es, muss dann nur noch einschieben. Ja. Und dann kann halt Freiburg genau das spielen. Und, du als Bremen-Fan weißt es ja, 4-0 gegen Augsburg gewonnen, haben sie auch ausgekontert. Genau. Augsburg lässt sich momentan auskontern, eben weil sie dauernd solche Dinger drin haben. Ja. Da siehst du, ich hab's ja, kannst ja nochmal die Taktikanalyse nur empfehlen hier. Das war halt dann nach dem Ballgewinn, nachdem hier die 8. Ball gewinnt, hast du eine 4-gegen-4-Situation. Also eine 4-gegen-4-Situation. Dann kannst du 1-2-3-4 gegen 1-2-3-4. So. So, aber das ist jetzt quasi die Freiburger Stärke, auf die hast du dich ja auch fokussiert. Das ist ja auch sehr charmant. Auch mal. Allerdings muss man natürlich auch drüber reden, dass nicht jeder Gegner das so zulassen würde. Denn wenn es so wäre, genau. Du hast ja gesagt, Freiburg spielt das in Perfektion, dann müsste man ja auch ein bisschen weiter oben stehen. Lass uns kurz mal Freiburg gratulieren zu dem Tabellenplatz, zu dem guten Spiel. Und jetzt noch mal ganz kurz über Augsburg reden. Spielt da die Mannschaft schon, das ist jetzt, eigentlich muss ich da was ins Schwein werfen, aber spielt die Mannschaft so ein bisschen auch gegen Baum, weil du lässt dich doch nicht so abschlachten, oder? Also die erste Halbzeit, ich meine, sie sind da noch ein bisschen zurückgekommen, aber sie haben in der zweiten Halbzeit sich nicht mehr abschlachten lassen, muss man auch fairerweise dann sagen. Aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ist natürlich auch so ein bisschen unglücklich. Natürlich taktisch hat Tobi schon alles dazu gesagt, aber du gehst halt direkt nach 9 Minuten in Rückstand. Dann noch ein Freistoßtor von Griffo und dann hast du schon fast das Spiel verloren oder zumindest den Glauben, vielleicht dann, wenn Augsburg jetzt auch nicht mit dem größten Selbstvertrauen auftritt und denken sie sich schon, fuck, jetzt liegen wir 2-0 wieder zurück, 60 Minuten müssen wir jetzt versuchen, hier 2 Tore zu schießen, gegen auch eine defensiv sehr stark spielende Freiburger Mannschaft. Ja, und dann setzt halt wieder diese Psychologie ein und alles und so und dann fehlt der Glaube und dann wirst du halt abgeballert irgendwie. Also ich würde es nicht automatisch als gegen den Trainer zeichnen. Du merkst ja schon, aber dass der Baum brennt, um diesen alten Witz nochmal zu machen. Wann fällt er? Wir hatten das bei Stuttgart, haben wir lange drüber geredet, dass Gentner ja jetzt nicht mehr spielt, dass Gentner jetzt da quasi rasiert wurde vom Trainer, der jahrelang gespielt hat. Jetzt wurde Bayer ausgewechselt. Ich glaube, war nicht verletzt oder sowas. Hat ja auch seit Augsburg eigentlich aufgestiegen ist, so gut wie jedes Spiel gemacht. Da merkst du halt auch dann, okay, da muss auch hinter den Kulissen was nicht stimmen, wenn dann sowas passiert. Guck mal, die haben jetzt Dortmund und Leipzig als nächste Gegner in Augsburg und dann Hannover und Nürnberg. Ja. Genau. Ja. Also 2 Spiele, die du eh verlieren musst, ja, aber fußballerisch vielleicht sogar ermauern kannst. Und dann entscheidet sich wahrscheinlich schon nach dem 27. Spieltag, wo für Augsburg die Reise hingeht. Mhm. Also ich fand sie ja gegen, um sie noch mal kurz in Schutz zu nehmen, ich fand sie gegen Bayern ja eigentlich gut. So, also gegen Bayern haben sie für mich den Eindruck gemacht, ey, das ist eine geschlossene Mannschaft, so. Die haben Bock. Ja. Und die haben sich nicht abschießen lassen, die haben richtig Gegenwehr-Mentalität gezeigt, haben ein bisschen Pech gehabt am Ende. Das würde mich mal wieder interessieren, jetzt Experte Escher, Experte Escher, nicht mehr, wie war das in Adendorf? Ich krieg so lang. Ja, genau. Ja, bei der JSG. Bei der JSG. Nee, aber ganz ernst, guck mal, wenn, was du beschrieben hast, gegen Bremen, Bremen macht es in Anführungsstrichen natürlich clever, zieht sich zurück, lässt Augsburg das Spiel machen, kontert sie aus. Bayern München hat das ja wahrscheinlich nicht gemacht, deswegen sah Augsburg da wieder ganz gut aus. Freiburg macht das wieder genauso. Augsburg hat 60-40 Ballbesitz, weiß nichts damit anzufangen und kriegt schon wieder auf den Arsch. Mhm. Heißt das mit anderen Worten, wenn jetzt Dortmund und Leipzig kommen, also, ja gut, die sind ja beide. Es ist wieder was anderes, ne? Ja, das ist wieder was anderes. Fußball ist keine Mathematik, wollte ich sagen. Oh, Jungs, ey, ganz ernst, ich fange bald wieder an, darauf zu bestehen, dass wir Geld ins Phrasenschwein schaffen. Also, es wäre auf jeden Fall heute schon ein bisschen was. Alter Schwede, heute das Ding wieder voll. Ja. Es gibt in der Formel 1, gibt es ja immer diese Weisheit, so Monza ist so eine Rennstrecke, die ist nur einmal im Jahr und die ist komplett anders als alle anderen Rennstrecken. Monza ist nur einmal im Jahr. Ja. Monaco meinst du? Nee, Monza ist halt wirklich irgendwie so, gilt halt so die Strecke, wo du so ein ganz spezielles Setup brauchst mit dem Wagen und nur weil du in Monza gut bist, bist du nicht in allen anderen Strecken gut. Also, da gibt es ja immer auch die meisten so Überraschungssiege. Jetzt bin ich gespannt, wie du auf die Bundesliga kommst. Das ist genauso sind diese Spiele gegen Bayern. Du hast halt gegen Bayern musst du halt ein Setup abspulen. Das kannst du vielleicht noch gegen Gladbach und gegen Dortmund abspulen, aber sonst gegen niemanden. Ja. Weil die Bayern halt 70% Ballbesitz haben. Das heißt, du hast kein Team, das so viel Ballbesitz hat. Du hast kein Team, wo du einfach reingehen kannst und auf 0-0 gehen kannst zu Hause. Das ist nur die Bayern. So dementsprechend sind diese Bayern-Spiele auch immer so nicht wirklich ein Indikator für irgendwas. Weil was du, wenn du gegen die Bayern gut spielst, so, ja, du hast es ja gerade perfekt erklärt, nur weil du gegen die Bayern 3-2 spielst, gut verteidigst, 3 Konter setzt, heißt das nicht, dass das gegen Freiburg geht.
nicht gegen Bremen, nicht gegen Nürnberg. Und das sind die Spiele, wo du ja punkten musst. Ich komme immer viel über die Mentalität. Und was ich damit sagen wollte, ist, dass wenn eine Mannschaft in sich zusammenfällt und du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt hier ein kollektiver Hilferuf, irgendwie, wir legen uns auf den Rücken, bitte wechsel den Trainer, mach irgendwas, so, es geht nicht mehr. So, und das Gefühl hatte ich gegen die Bayern nicht. Ein Hamburger SV in der Situation hätte 2-9 verloren. So ungefähr. Und das haben die halt nicht mit sich machen lassen. Ja, ja. Nicht, so. Ja, aber wie gesagt, da bist du natürlich mit der Mentalität völlig richtig. Gut, HSV ist auch echt ein Sonderfall, weil das kann man eh abhaken. Aber gegen den FC Bayern oder ähnlich auch gegen Dortmund kannst du halt nur gewinnen. So, da gehst du natürlich als Spieler wesentlich freier und unverkrampfter ran, weil jeder mit der Niederlage rechnet. Fußball ist, wie du richtig sagtest, keine Mathematik, sondern vor allen Dingen, sagen wir mal, so 90% Psychologie und Kopfsache. Und der Kopf ist natürlich gegen die Bayern relativ frei, weil jeder erwartet, dass du da auf den Sack kriegst. Da kannst du natürlich wesentlich besser auch verteidigen und vielleicht im Zweifel sogar mal vielleicht sogar kreativ sein als Spieler, weil jeder rechnet damit, dass du einfach auf die Nüsse kriegst. Das ist dann natürlich gegen einen Verein wie Freiburg schon wieder ein bisschen anders, wo du weißt, okay, da geht es jetzt auch wirklich um die berühmten 6 Punkte, die sind in derselben tabellarischen Region wie wir. Das ist was ganz anderes. Deshalb glaube ich auch, dass sie gegen Dortmund, also oder aus Dortmunder Sicht gesehen, das wird nicht sehr angenehm. Die haben sich auch angesehen, wie Nürnberg gegen Dortmund gespielt hat. Die wissen auch, da stellen wir uns tendenziell eher rein, da können die Flanken reinschaufeln ohne Ende. Alcacer ist momentan jetzt auch nicht gerade irgendwie ein Kopfballungeheuer. Das wird so, da muss ich sagen, aus Dortmunder Sicht freue ich mich da jetzt auch nicht so sehr drauf. Weil damit ist natürlich zwingend zu rechnen. So, und, ja. Womit auch zwingend zu rechnen ist und worauf sich auch oft Leute nicht freuen, ist die Werbung. Bei uns ist das anders. Wir haben tolle Spots für euch rausgesucht, handverlesen. Schaut wirklich euch, toll. Ja, ist, also jeder bekommt ein individuelles Paket. Spot-Tasting habe ich heute schon mitgemacht. Ja. War toll. Schaut euch das an. Wir sind gleich zurück und dann gibt es hier einen Endspurt. Es gibt unter anderem noch 2 sehr emotionale Ausbrüche hier in diesem Flügel, denn wir reden natürlich noch über Frankfurt und Bremen und einen großen Skandal, der gerade hier reingetickert kommt. Ach du Scheiße. Ja, bis gleich. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Hey! Ihr hört's hier zuerst. Jetzt meine Fresse, das hätte ich nicht gedacht. Das kannst du nicht sagen. Das kannst du echt nicht bringen. Das können wir hier nicht bringen. Aus großer Kraft wächst große Verantwortung. Ich würde damit rauskommst jetzt. Ja. Und ja, Tobi, das hätte ich echt nicht von dir erwartet. Hätte nicht gedacht. Das muss unter uns bleiben. Ich wollte eigentlich, aber jetzt ist der Fokus auf dir. Ich wollte was anderes erzählen. Kannst du nicht bringen. Kannst du nicht bringen. Ja, erzähl mir ein bisschen von damals. Du warst ja im Gespräch auch heute die Frankfurt-Analyse zu machen. Und dann hat Etienne dich ja bedroht. Und er hat ja gesagt, ich vernichte dich und deine ganze Generation. Ja, nein, das war anders. Du hast das Spiel doch ähnlich, du guckst doch nie ein. Und deine DNA. Wir wollten deine DNA. Ich lösche deine DNA. Wir hatten ja vorher gesagt, wir wollten ja Eddie für Frankfurt auswechseln, letzte Woche eigentlich schon, als Nico hier war. Ja. Und der hat sich einfach geweigert zu gehen. Ja. Und jetzt ist er immer noch hier. Jetzt ist er immer noch hier, genau. So. Ist wie Idol eigentlich. Süß. So. Er ist wie Kepa, dieser Tor. Hast du das mitbekommen eigentlich? Wir reden bei Bundesliga International, unser ausgekoppeltes Superformat über internationalen Fußball, demnächst darüber, dass Wahnsinn. Der Torwart, ne? Wie ist denn, das müsst ihr mir bitte kurz sagen. Ich weiß, das gehört eigentlich nicht hierher, aber wie ist die Geschichte denn ausgegangen? Ich habe nur diese 2:30 gesehen, als Sarri am Rande ausgeflippt ist, weil der Keeper einfach nicht gehen wollte. Also er ist drinnen geblieben, hat im Elfmeterschießen verloren. Genau. Aber er hat sich jetzt auch, er hat da nicht geglänzt, aber er hatte sich jetzt auch keinen Lapsus im Elfmeterschießen. Doch, er hat einen kassiert, der eigentlich massiv haltbar gewesen wäre. Einen hat er gehalten von Sané. Okay. Und einen hat aber durchgeflutscht und der war wirklich durchgeflutscht. Aber der Trainer hat eine Rolle rückwärts gemacht und er sagt, das war ein großes Missverständnis. Ich glaube, meine Theorie hört ihr in Bundesliga International. Schaltet ein. Muss ich das doch gucken. Ja, guckst du halt. So, jetzt wollen wir nämlich mal reden über eine Mannschaft, die hat sich das verdient, weil sie seit Jahren stiefmütterlich hier behandelt wird. Immer wieder sagen, Leute, warum redet ihr nicht mal über Eintracht Frankfurt? Was? Wieso? Heute ist die Chance. Oh Gott. Ich mach's kurz. Du machst es immer kurz. Ich mach's auch immer kurz. Okay, pass auf. Eure subjektive Wahrnehmung ist völlig lächerlich. Ihr redet teilweise hier 10 Minuten über irgendeinen Scheiß. Über alles andere. Was denn für ein Scheiß? Was denn hier Scheiß? Ja, gut, also. So, pass auf, Zeit läuft. Es ist ja so. Aber pass auf. Jeder von uns darf eine Sache sagen, die du nicht sagen darfst. Ich fange an. Büffelherde. Nico. Was darf er nicht sagen? Beil dich. Oh, nee, sag mal schnell. Ich muss mir was Gutes einfallen lassen. Am Ende des Tages. Am Ende des Tages. Du kennst dich natürlich nicht so gut, aber irgendwas mit Frankfurt. Champions League.
Das wird schwer. Verdient. Ja, das ist bescheuert. Nein, das ist super. Okay. So, let's go. Unverdient? Nein, das ist gleich am Wortschlag. Ja, dazu. Okay, die ist ja bescheuert. Wo bin ich hier in der Gameshow jetzt? Komm, oder let's was? Do it. Also, hier krieg ich noch einen Timer. Was ist denn hier los eigentlich, Leute? Also, die Eintracht hat ein gutes Spiel gemacht gegen Hannover. Die drei Stürmer von der Eintracht, Rebic, Jovic und Haller wurde ausgewechselt. Das ist interessant. Haller wurde ausgewechselt in der 87. Minute und hat rumgestresst. Ja, hat er? Ja. Er war richtig sauer. Hat Handschlag verweigert gegen Adi Hütter und danach noch diskutiert und so weiter. Er hätte auch in der 87. Ne, und das Argument war, er hätte auch gern ein Tor noch geschossen. Wollte ich gerade sagen, meine Theorie war Torprämie, genau. Ja. Aber ist auf jeden Fall krass. Es war in der ersten Halbzeit war Hannover gar nicht mal so schlecht. Ich meine, du hast ja, glaube ich, in den letzten 2 Wochen nur deine Zeit damit verbracht, Thomas Doll auf Twitter zu dissen. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich, du hast immer nur negativ geschrieben. Warum macht er denn das jetzt und was soll denn das? Und so? Am ersten Spieltag habe ich das geschrieben. Na gut, wie auch immer, jedenfalls fand ich, dass Hannover eigentlich einen guten Auftritt hatte, Gras gefressen haben. Ich fand Hannover gut. Okay. Aber in der zweiten Halbzeit wurden sie einfach zerstört, muss man einfach wirklich an der Stelle so sagen. Von den Stürmern von Eintracht Frankfurt, die noch nicht mal ein gutes Spiel gemacht haben. Rebic, Jovic waren gar nicht so gut drauf, aber es hat gereicht trotzdem für wieder 3 Scorerpunkte für den jungen Jovic. Und wenn man hört, dass ein Joe Linton für 60 Millionen auf die Insel wechselt, da sag ich, nun, dann möchte ich mal die Angebote hören im Sommer für diesen jungen Top-Stürmer. So, Barcelona angeblich schon, irgendwie hat er schon seine Fühler ausgestreckt. Ja, ob sich Barcelona das leisten kann. Es wird nicht billig. Wird nicht das einfach. Wird nicht also gerechtfertigt, sagst du. Es war wirklich ein total gerechtfertigter Sieg. Die Eintracht hätte auch noch 2, 3 weitere Chancen knapp machen können. Und ja, ich bin natürlich happy, dass man den Anschluss so ein bisschen an die Europa League Plätze. Aber ist da schon konnte. Schluss oder hat man noch höhere Ambitionen? Sehr schön. Ja, wenn man sich natürlich die Tabelle anguckt, dann sieht man ganz klar, dass es schwer wird, noch weiterzukommen als Europa League. Jetzt mit Wolfsburg ist mir tatsächlich ein Dorn im Auge. Dann Leverkusen, die da jetzt ordentlich wieder Gas geben. Hoffenheim und Bremen von hinten, wobei Bremen nehme ich da nicht so wirklich ernst, aber Hoffenheim von hinten schart mit den Hufen. Ist auf jeden Fall, sind die Europa League Plätze auch hart umkämpft. Aber ich glaube, dass die Eintracht das schaffen kann und dann wäre das ein voller Erfolg. Und ich bin gerade mal bei 2 Minuten 20 Sekunden und habe die fucking Eintracht abgehandelt. Fühlt sich an wie 3 Minuten, muss ich sagen. Ja, das ist so wirklich, das war wirklich komplett. War ein Monolog, aber er war doch. Ja. Ihr könnt gerne euch einschalten, wenn ihr was wissen wollt oder was sagen wollt. Bevor wir gleich zum zweit-traditionsreichsten Club im Norden kommen, kommen wir erstmal zum dritt-traditionsreichsten Club im Norden, Hannover 96. Lass uns kurz. Wir haben immer so ein bisschen so die Angewohnheit, reden wir halt über den HSV, die Gegner nicht sprechen. Lass uns kurz über Hannover 96 noch sprechen. Da hast du jetzt einige Eintracht-Braunschweig-Fans wahrscheinlich. Ich wusste in dem Moment, dass ich das mache, aber ich kann den Gag halt jetzt auch nicht irgendwie bis ins Ziel. Und ich verstehe nicht, wieso wir über den HSV reden wollen. Ja, okay. Haha. So. Komm mal zu Hannover 96. Das war nicht so gut. Ich fand ihn nicht schlecht. Tobias. Also, du hast ja schon in der ersten Halbzeit gelobt. Spaß, du sprichst mir einfach mal komplett. Ja, einfach mal komplett. Ich fand ihn nicht so schlecht. Also 0-3 war dann ein bisschen hart am Ende, weil Frankfurt in der zweiten Halbzeit doch schon dann die Chancen alle genutzt hat. Aber ich finde, das macht der ersten nicht, aber der von Jovic, ja, aber das macht die auch gut aus. Ich finde, das siehst du an ein paar Situationen. Ach, schön, wenn ich da gerade reingeschrieben habe. Gerade bei den Toren ist mir das aufgefallen, weil dann doch der halbe Meter gefehlt hat. Und den nutzen die so gnadenlos aus, diese 3 Stunden. Ja, man darf auch nicht vergessen, die Eintracht kam aus dem Europa Cup-Spiel von Donnerstag und dann guckst du dir noch mal diesen Sprint an, den Kostic Donnerstag. Da in der Donnerstag. Guckst du dir das Wiederholung einfach an. Okay, ja, mache ich, um den Gag dann. Mhm. Ja. Da musst du jetzt einen Lacher, also in der 90. Minute sprintet Kostic noch mal da die Linie lang und ballert das Ding da aus vollem Lauf da rein. Und da muss man dann natürlich auch, muss Hannover dann auch mal die Frage gestellt sein, ob die da körperlich wirkten, die schon ein bisschen. Ja, das sind ja wohl offensichtlich immer noch die Nachwirkungen von Breitenreiter, ne? Also das war ja, was Doll zum Amtsantritt gesagt hatte über den Fitnesszustand der Elf, das scheint das ja immer noch. Das war nicht so Doll, ne? Das war nicht so Doll, sag ich mal. Das sagen sie aber ja alle. Ja. Das hat auch Korkut, gesagt. Das ist so ein Ehrenkodex, der irgendwann gebrochen wurde, ne? Dass man nicht negativ irgendwie über die Leistung und die Arbeit des Vorgängers spricht. Das scheint irgendwie keine große Rolle mehr zu spielen. Ist ja nachvollziehbar, weil das schafft dir natürlich so ein kleines Polster für die ersten 3 Spiele. Das ist halt ein Alibi, ja, klar. Weil du immer sagen kannst, ja, das war auch eine Kugel, hast du mal die Kacke gesehen? Die können ja, die laufen ja nur 7 Kilometer pro Spiel. So langsam muss da jetzt auch eine gewisse Doll-Fitness
greifen. Und das würde ich jetzt an Dolzstelle natürlich auch immer noch Breitenreiter in die Schuhe schieben. Ja, ja. Ist dann auch schwierig. Andererseits ist jetzt gerade bei Hannover und auch Stuttgart augenfällig einfach. Also es ist nicht so, dass du das jetzt irgendwie da sofort sagst, ey, der erzählt Quatsch, sondern du hast ja selber gesagt, du merkst das halt auch als Außenstehender, ja, dass da was fehlt. Also selbst wenn sie es nicht sagen würde, wäre es halt auffällig. Oder ist es über so, dass du dass Kollegialität du reden, aber es ist halt einfach auffällig. Ja. Spiegelt sich das auch in den Zahlen wieder? Oder ist das zum Beispiel so, dass so Mannschaften wie Hannover und Stuttgart spielerisch so viel kompensieren müssen über das Läuferische, dass sie deswegen am Ende auch so ein bisschen pumpen? Ja, also weil die Bayern zum Beispiel Hannover hat lass mal den Ball laufen, das ist weniger anstrengend, weißt du? Also bei Hannover hast du halt relativ gute Zahlen gehabt zu Saisonbeginn, die sind dann irgendwann eingebrochen tatsächlich. Bei Stuttgart hast du halt, die sind, glaube ich, die Mannschaft mit der zweitniedrigsten Laufleistung nach Hertha. So. Ja. Die haben natürlich auch Verletzungspech, das muss man auch sagen, mit Füllkrug, Bebu und wie sie alle heißen, haben sie auch wirklich viele Leistungsträger verloren, gerade auch in der Offensive. Das merkst du dann so einem Verein wie Hannover dann auch anders, dass die eben auch in der Kaderbreite dann nicht mehr diese Qualität haben. Viele Spieler auch nicht gekriegt. Also wenn man sich mal anguckt, wie viele HSV-Spieler nicht bei Hannover spielen, stimmt, siehst du, wen die alles nicht gekriegt haben. So weit ist es schon gekommen. Ja. Ich habe vorhin schon mein Lob jetzt. Du machst selber immer die Steilvorlagen. Weil das, was du gesagt hast, fand ich auch richtig. Das in der ersten Halbzeit war diese Intensität, die Doll ja auch fordert seit dem ersten Tag, die hast du in der ersten Halbzeit gespürt. Also die haben halt wirklich dann Frankfurt schon gut unter Druck gesetzt, hatten dann zwei, drei Aussetzer hinten, die sie immer haben irgendwie. Aber ich fand schon, dass da zumindest das, was Doll gefordert hat von der Intensität im Spiel gegen den Ball, auch Abläufe im Pressing, das war gut. Also da kann man jetzt nicht sagen, okay, die haben jetzt gespielt wie eine Mannschaft, die komplett sie abgeschrieben hat. Aber das ist dann immer noch zu wenig, wenn du dann siehst, dass im Spielaufbau keine Ideen sind, dass du keinen Spieler im Mittelfeld hast. Der Kader ist halt da problematisch, wenn du vorne halt dann Füllkrug fehlt, Bebu fehlt halt an allen Ecken und Enden. Ja. Ich glaube, ohne jetzt groß viel Rechnung aufzustellen, weil noch viele Spieltage sind, aber wenn sie Sonntag 15.30 Uhr in Stuttgart antreten, dann muss Doll das erste Mal wirklich zeigen, ob er noch eine Chance hat. Mhm. Und also die Mannschaft noch eine Chance hat. Ja, da begegnet man sich auf Augenhöhe. Ne? Ja, und wenn sie das verlieren, dann kannst du im Prinzip, glaube ich, mittelfristig schon Neuaufbau planen mit Thomas Doll als Trainer. Was? Oder es ist ein offenes Rennen. Du hast ja mit deinen Bremen ganz eigene Erfahrung mit Stuttgart gemacht. Oh, galant. Das ist eine Überleitung. Das ist ja die alte Frank Elsner Moderation. Ihr seid wirklich gottverdammte Profis. Ja, also an der Stelle, ich meine, muss ich wirklich sagen. Vor allem normalerweise hätte ich die von da erwartet, aber nein, ganz hervor. Da stimmen die Abläufe. Das jetzt kriege ich mal, kriege ich auch wieder Worte, die ich nicht benutzen darf und so. Nee, kriege ich nicht, guck mal. Ich willst du? Nee, ist einfach normal. Es hat mich. Pizarro. Es hat mich ich war am Stadion. Du Ratte. Du Ratte. Nee, es war auf jeden Fall sehr. Ich war übrigens. es hat mich sehr traurig und glücklich gemacht, das Spiel. Traurig natürlich, weil A, zackendämlicher Fehler vom 1:0. Du hast gemerkt, dass dir ein Barkfrede, also wie krass da fehlt, dass ein Sahin einfach auf der 6 gegen so eine Mannschaft, die eigentlich nur aufs Kontern aus war und sonst 8 Verteidiger aufgestellt hat, dass diese Lücke riesengroß war. Da sind immer Stuttgart rein und die haben also alles auseinandergehebelt und dann fehlt Bremen irgendwie in der Sekunde das, noch das Handwerk, warum auch immer, und das kann ich noch nicht so ganz, das muss ich mir in Ruhe nochmal angucken, aber irgendwie fehlt es ihnen an der Stelle, um das auseinanderzuheben. Vielleicht, weil sie dann doch noch einfach, weil du dazu noch besser sein musst, wenn du auch siehst, dass Dortmund sicher Nürnberg die Zähne ausbeißt und so, dann, dass Bremen das halt nicht kann. Und das, dann bin ich wieder glücklich, weil das selber für mich auch so ein bisschen die Saison so abgeschlossen hat. Mhm. So, jetzt hast du 6 Punkte auf die Platz 5, 6 und so. Aber ja, kannst du gleich machen. Bleib so. So, jetzt gibt es noch ein Spiel gegen Wolfsburg, okay, aber in der Theorie ist es jetzt erstmal okay. Wir wissen, es reicht nicht ganz für diese Gruppe, an der wir hinten dranhängen und nach hinten passiert aber nichts mehr. Aber ein leistungsgerechter Tabellenplatz, würde man sagen, oder? Ja, aber wenn ich mir die Saison angucke, ist es zu oft schade gewesen, dass sie nicht noch diese 2 Mehrpunkte geholt haben aus dem Spiel, die sie verdient gehabt hätten, in meinen Augen. Insofern ist es dann aber so ein Zwischenjahr, von dem ich jetzt im Sommer sogar, und soweit gehe ich jetzt schon, eher hoffe, dass nicht die ganze Mannschaft auseinanderbricht. Mhm. Aber da bin weißt du ab von der offiziellen Sprachregelung von Werder Bremen, die jetzt das Spiel gegen Wolfsburg zum Spiel ausgerufen haben. Aber ich bin ja nicht offizieller von Werder Bremen. Ja, gut, Ich bin immer noch edel. Glaubst du nicht dran? Also Werder hat man jetzt, haben jetzt also wenn wir jetzt gegen Wolfsburg gewinnen, Tobi, dann Tobi, unter uns. Ja. Das ist auch alles Taktik. Das ist auch klar. Stell dir mal vor, wenn ich jetzt offiziell wieder sage, ja, und letzte Chance und so, dann verlieren wir, dann kriege ich von dem hier voll auf den Kopf. Der macht irgendwelche hämischen HSV-Werder-Vergleiche. Deswegen halte ich schön den Ball flach. Beide Teams kann man nicht vergleichen. Ja, genau.
Stimmt, übrigens. Kannst du dir auch suchen, wie du das nimmst. Erste Liga, zweite Liga. Bei uns im Fußball-Podcast, bei MML ist ja mal so, egal was wir tippen, oder das spielt doch keine Rolle, ob ich es mache oder Mike oder Lukas, es stimmt nie. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir haben, hunderte, quasi gefühlt oder auch faktisch, nicht einmal richtig gelegt. Ihr wart also, die dem auf HSV gesetzt haben. Ach, alles. De facto hast du einfach keine Ahnung von Fußball. Keine Ahnung von Fußball. Letztes Mal habe ich gesagt, in der letzten Folge habe ich gesagt, oh Leute, passt mir ein bisschen auf, du Mainz rutscht da noch unten rein. Was machen sie, gewinnen 3-0 gegen Schalke. Und so geht das eigentlich immer. Also die Leute schreiben uns schon bei Twitter an, Leute, bitte, ihr müsst mal Gladbach loben, weil wir wollen an denen in der Tabelle vorbeiziehen und dann passiert das und dann werde das so beobachten. Ein Shit-Orakel irgendwie. Ja. Um es abzuschließen, ich mag nach wie vor, wie Bremen dieses mutige, wir wollen nach Europa gesagt haben, weil das auch zur Philosophie vom Verein und der Identität vom Trainer passt. Das ist alles wirklich gut und den lassen sie auch weitermachen, alles wunderbar. Aber jetzt selber mal den Druck rausnehmen und einfach mal gut Fußball spielen wollen und nicht im Kopf die ganze Zeit haben, wir müssen aber Fünfter, Sechster werden, so, sondern aber lass sie einfach mal kicken. Ist doch sowieso, was den Verein und die Philosophie angeht, doch auch immer relativ gemächlich. Ist da so ein bisschen so das Freiburg des Nordens, irgendwie so relativ smooth und jetzt eben, die haben halt eben nicht so einen Ball an den Kopf gekriegt wie der HSV, sondern die wissen, sich etwas realistischer einzuschätzen bei gleichzeitiger, wie soll man das nennen? Erstliga-Zugehörigkeit, richtig. Und ja, auch mit einer gewissen Europapokalsehnsucht. Ja, natürlich. Die immer da ist. Ja. Dass man, das ist jetzt nicht eben wie bei Leverkusen, wo man irgendwann sich den Stempel Vizekusen gegeben hat und einfach für immer gesagt hat, wir wollen eigentlich offensichtlich ja sogar zertifiziert nie irgendwas reißen, sondern bei Bremen schwingt das ja schon immer ein bisschen mit aufgrund der Historie der letzten 20, 30 Jahre, dass da schon irgendwie auch was geht. Und dann lass uns mal abwarten, wie sie das Pokalspiel auf Schalke spielen. So. Ich glaube, wenn dann nicht irgendwie, also wenn du, das kannst du schaffen. Und wenn du dann nicht bei München auswärts kriegst, dann kannst du sogar noch ein Stück weiter träumen. Ja. Und vielleicht sitzt dann hier nächstes Jahr wieder ein. Ja, ey, sorry Leute, aber ich bin Dortmund-Fan. Die schlagen uns jetzt nicht im DFB-Pokal, um dann gegen Schalke rauszufliegen. da ist aber was los. Ja. Ja. Vielleicht haben sie das deswegen gemacht, damit ihr nicht gegen Schalke verlieren müsst. Ja, das finde ich sehr lieb von Bremen. Vielen Dank auch. Oder? Besser eine Station früher aussteigen, als in Gelsenkirchen verprügelt werden, oder? Absolut richtig. So. Ja. Bist du durch mit Bremen? Ich bin glücklich. Das ist ja nicht die. Hast du noch Frage gewesen zu Bremen? Ja. Hast du noch eine, kann ich dir irgendwas zu Bremen beantworten an der Stelle? Tatsächlich nicht. Aber ich kann dir sagen, dass Bremen sich nicht für Europa League qualifizieren wird. Tut mir leid. Ja, aber ich sage das auch nicht aus irgendeiner Rivalität heraus. Frankfurt, ja. Es werden sich für Europa qualifizieren. Eintracht Frankfurt und Leverkusen. Auf den Plätzen 5 und 6. Und dann kommt Hoffenheim. Du bist ein Guter. Ich weiß. HSV steigt auf. Wolfsburg. Und eine Relegation. Bremen schafft als. Das ist gehässig. Da gerade noch den Klassenerhalt. Oh Gott. Bremen schafft als. Sag ich jetzt. Jetzt wird's unrealistisch. Fortuna haben wir noch zu reden. Fortuna mit einem sehr wichtigen Sieg, fast, kann man sagen, Klassenerhalt sicher gemacht, würde ich fast sagen. Sagen wir mal, ein Griff in die Eier, der für Fortuna eben selbiges war. Denn er bedeutete einen Platzverweis. Ja. Wie kann man eigentlich so doof sein? Hat man lange nicht gesehen, sowas, ne? Nee, wie kann man, also was, du bist Profi, du bist Profisportler. Es ist für uns alle nicht so einfach, sich da rein zu versetzen. Aber du bist Profisportler, du, die ganze Woche fokussierst du dich auf dieses Match. Du bist tabellarisch in einer Situation, wo du verdammt nochmal gewinnen musst. Und dann spielst du gegen Düsseldorf, eine der Mannschaften, gegen die man gewinnen kann, weil sie auch Mitaufsteiger sind und nicht so prominent besetzt. Und dann greifst du in der fast zweiten Minute deinem Gegenspieler, dödelst ihm in die Eier. Ja, er hat nicht gegriffen. Vielleicht war das ein Spiel. Vielleicht war das einfach nur so, weißt du, so manchmal machen Männer so dumme Scheiße, so einfach so. Ja. Glaube ich auch. Das war so. Vielleicht war das ein Gag. Ja, vielleicht war es ein Gag, der kostet halt was. Und zwar in dem Fall eine rote Karte. Und ich habe auch eine Theorie. Wo kommt der her? Spielt, wo kommt der her? Hat er vorher gespielt? Weiß das jemand? Nein. Na gut, ich auch nicht. Muss mal nachgucken. Herrera war das. Ja, genau. Ziemlich sicher nicht in, eine, in einer Liga mit Videobeweis und 50.000 Zuschauer. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Jung, das wissen die doch mittlerweile. Die stehen ja auch alle mal so und unterhalten sich so. Aber dass du das in dem Moment nicht weißt. Aus Brasilien von Sporting Lissabon. Genau, da gibt es bestimmt keinen Videobeweis. Ja. Und wenn ich dann... Da gibt es einen Videobeweis. Man munkelt... Oder jetzt machen die Theorie. Ja, von mir, aber du weißt ja, was ich meine. So. Ja. Aber und dann auf der anderen Seite mir angucke, wenn ein Sancho zum Tottenham-Spiel auswärts fährt und an
seinen Pass vergisst und auch alles nicht ganz so. Damit will ich nur sagen, dass sogar auf dem hohen Niveau die Leute irgendwie. Der hat noch ganz andere Pässe vergessen. Ja, genau. Aber die Gesamtsituation gar nicht so überblicken, dann kann es auch einfach sein, dass der Kerl sich einfach gedacht hat, das ist halt so ein das ist handelsüblich. Das ist ein klassischer Move, der kommt in den Unterliegen. Genau. Ja, pro Spiel genau. Ja, das ist das, worauf ich hinaus will. Und deswegen macht er den einfach und denkt, oh Scheiße, hier sind ja zu viele Kameras. Ja. Aber die Situation ist halt interessant, weil ich finde, es ist noch mal was anderes, wenn es irgendwie im Getümmel bei einem Eckball passiert, wo alle irgendwie stehen und du denkst dir vielleicht, okay, dem gebe ich mal irgendwo frag mal den ohne Aufsicht. Aber das, ich weiß nicht, ob ihr die Szene im Kopf habt, das war ja komplett, die standen zu zweit, Stürmer und Innenverteidiger, komplett allein. Es war, der Ball war ganz woanders. Der Käse war ja eigentlich schon gegessen. Ex-Profi Nils hat das früher auch immer gemacht. In die Eier getatscht? Nein, einmal so am Anfang ganz kurz Gegenspieler, damit du weißt, okay. Ich hab den Kopfnuss, hab ich den. Ja, mach ich klar gemacht, Freundchen. Ja, das wir beide heute gegeneinander und du gewinnst nicht. Punkt. Ja, das ist so. Das ist ist tief verwurzelt in unserem genetischen Material, dass man, wenn zwei Männer aufeinandertreffen, erstmal muss eine Rangordnung ausgefochten werden. Ja. Einer muss Alpha sein. Es muss so sein. Und bei jedem, das ist vor jedem Zweikampf wird das. Aber du bist ja so vermögend gewesen schon früh, du hast sogar einen engagiert. Das heißt, du hast also über die Abu Chakas, hast du in der 57. Minute so gesagt, pass mal auf, ich brauch mal ein. Der kam da kurz aufs Feld, hat dem den Kopfnuss gesehen und hat gesagt, du weißt genau, warum. Ist Abu Chaka eigentlich auch ein Doppelname? Das ist jetzt, darf man sich nicht drüber lustig machen. Doppelt gefährlich, da gibt es von allen Seiten. Ich glaube, der wird noch was draus machen. Bernd Stelter macht keine Gags mehr, weil Abu Chaka. Da ist Potenzial. Ich freue mich auf Twitter nachher. Ja, sehr gut. Aber hier, 2-1, Düsseldorf hat gewonnen und da muss man sagen, das ist das, was du vorhin auch über Augsburg gesagt hast, ich freue mich da total drüber, nicht nur, weil ich mal in Düsseldorf gewonnen habe, sondern ich finde, Düsseldorf ist echt auch so eine Mannschaft, freue ich mich, dass die in der Bundesliga sind. Super, irgendwie ist das cool, die haben ein geiles Stadion, die haben richtig geile Fans, die haben einen geilen Trainer, Friedhelm Funkel, finde ich, und irgendwie nach dem ganzen Heckmeck mit der Vertragsverlängerung und so, wo das schon alles so am Kippen war und da waren sie auch tabellarisch noch lange nicht so gesicherten Mittelfeld will ich es noch nicht nennen, aber da sah es noch nicht so gut aus wie jetzt. Und da muss ich sagen, finde ich das schon geil, dass diese Truppe, der, glaube ich, 99% alle den Abstieg prophezeit haben, dass die sich jetzt hier. Da hat die Vereinsführung aber zu dem Zeitpunkt auch echt viel dafür getan, dass das richtig nach unten hinkippt. Das hätte ja in beide Richtungen laufen können. Absolut, also nachdem der Trainer auch da so beschädigt wurde, dass die Vereinsführung das so, weißt du, dass man das intern irgendwie regelt und sagt, pass mal auf, Friedhelm, vielleicht nächste Saison langsam mal ein anderer Trainer, andere Impulse setzen, ist ja alles irgendwie sogar nachvollziehbar. Aber das so zu nach außen hin zu kommunizieren, war natürlich fatal. Und es hätte auch durchaus passieren können, dass er dann wie eine Lame Duck jetzt durch die Bundesliga wabert. Aber hat ja gut funktioniert. Und es scheint so zu sein, dass die Mannschaft im Zweifel, da sind wir wieder bei dem Ding, für den Trainer spielt oder mit dem Trainer spielt. Und das ist schon ganz gut. Und das ist schon aller Ehren wert. Wie es dann in der nächsten Saison aussieht, werden wir sehen. Denn das wird natürlich knüppelhart. Also da musst du, glaube ich, ganz, ganz viele neue Impulse setzen, um das nochmal so hinzukriegen, wie in dieser Saison. Aber Stand jetzt, ist das schon toll. Und wenn Lucien Favre nicht Meister mit Dortmund werden sollte, was ich natürlich nicht hoffe, dann ist Friedhelm Funkel natürlich Trainer des Jahres. Können wir auch dann unser Kickbase-Spieler der Woche quasi. Friedhelm Funkel. Wie viele Punkte hat er gemacht? Kevin Stöger tatsächlich hat herausragend viele Punkte gemacht. Wie viele denn? Tell me Ron. Er hat 281 Punkte gemacht, hat jetzt im dritten Spiel hintereinander, wo er auf dem Feld stand, ein Tor vorbereitet. Spielt eine sehr interessante Rolle da im Mittelfeld, ist der derzeit wirklich gut in Form und ist auch einer, der dann wirklich gefährlich werden kann in Richtung Tor. 281 Punkte, ja. Ja, vor allem die letzten drei Spiele auch nicht so schlecht. Ja, er war jetzt gelb gesperrt letzte Woche, da haben sie dann überraschenderweise auch 2-0 verloren. Aber ansonsten der wichtigste Vorbereiter bei Fortuna Düsseldorf. Kannst du mal auf die Tabelle gehen? Habe ich Nico mittlerweile kassiert? Nee, hast du nicht. Echt nicht? Ich bin weggezogen. Ich habe auch Verletzungspech mit meinem Kader. Ich habe jetzt deswegen heute mal Sandros Kader veröffentlicht. Der ist nämlich gerade hier wirklich dabei, Rekordspieltag zu holen. Hat jetzt schon weit über 1000 Punkte. Hat mit Martinez ordentlich Punkte gemacht, mit Stöger, Augustinsson, Raschitzer haben auch Punkte gemacht. Sag mal, Martinez nochmal plötzlich so viele Punkte macht. Ne? Ja. Wer hätte das gesagt? Mit Alcázar wenige Punkte gemacht, aber der hat es noch Demirbay und Amiri, die überhaupt noch gar nicht gespielt haben. Der könnte jetzt Die spielen heute noch gegen Leipzig. Ja, Demirbay, das ist natürlich. Wie siehst du diese, das in der App, wie kannst du denn diese Zusammenfassung des Spieltags sehen? Ich raff das immer nicht. Du gehst hier auf Tabelle und Spieltag, dann landest du hier erstmal und dann gehst du hier einen weiter. Bist du bei Spieltagsübersicht. Tada, oder? Und da hat Hülsinho dich, Etienne Juan, mit deinen 404 Punkten
gnadenlos abgehakt. Ja, geh mal auf den Kader, dann siehst du alles massive Verletzungsprobleme. Du hast Sebastian Rode nicht aufgestellt? Das ist halt einfach blöd. Ich hab Sebastian Rode. Was? Das ist jetzt bei dir. Du hast ja nicht aufgestellt. Das ist dann, sowas ist dann halt auch einfach nur. Als wäre das deine erste Saison. Sehr gut, Leon Bailey, die meisten haben ja gespielt, haben nur beide Punkte gemacht. Ja, Bellarabi verletzt, Finn Bogason verletzt. Das sind schon mal zwei. Vogt kommt noch, okay. Ja. Naja. Gut. Ja, gut. Man kann nicht immer. Ja, im gesicherten Mittelfeld mitschwimmen. Ja, aber ich fühle mich wie Heidel. Eigentlich habe ich ein geiles Team zusammengestellt, aber es performt einfach nicht. Ja, das Team ist schuld. Du bist hilflos. Ja. Du guckst dann deine Kickbase-Mannschaft an und sie performen einfach nicht. Du kannst es nicht verstehen. Das ist das, ja. Ich hatte sogar Rudi bei mir im Team. Den habe ich jetzt verkauft für 2 Millionen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir bei Fußball MML vor der Saison den VfB Stuttgart als ganz heißen Kandidaten für Europa gesehen haben. Tolle Kader zusammen. Wir haben wir hier auch in der Vorbereitung. Wir haben die wirklich sehr gelobt. Wir haben gesagt, die Mischung stimmt aus erfahrenen Spielern, jungen. Well. Als die Eintracht am ersten Spieltag im DFB-Pokal rausgeflogen ist, habe ich gesagt, so, wie kann es sein, dass Stuttgart so jemanden holt wie ein Castro? Ja. Ja? Und wir holen hier wieder irgendwelche No-Names und so weiter. Ja. Ja, und dann kam schon der Spott von den Bremer Fans. Ey, wir wetten mit dir, die Bremer sind am Ende der Saison vor der Eintracht. Warte ab, mein Freund. Ja, warte ab. Ich warte, weil davon finanziere ich mein erstes Haus. Wirklich? Hey, kann ich da noch einsteigen? Was ist? Das kostet 60 Euro. Das Haus. So ein Massa, so ein eine Massatür. So nicht mal mehr so ein Mäuse, so ein Mäusefalle aus. Wie viele Punkte sind es? 5. Ja, ja. 5 Punkte, mein Freund. Reicht. So, ich versuche hier gerade. Ein letztes Spiel haben wir noch, das wir in einem Satz heute abbehandeln. Also, Wolfsburg gegen Gladbach. Ja. Ja. Da kann man sagen, ich habe das gesehen, ein sehr glücklicher Sieg übrigens für Wolfsburg, auch wenn es nicht so klingt. Gladbach hat Chancen liegen lassen, da glaubst du nicht. Also Hazard am leeren Turm. Ne? Ja. Ja. Und Castells auch teilweise wirklich überragend gehalten, muss man sagen. Aber es ist ein wirklich sehr glücklicher Sieg. Wenn du liest 3-0, dann denkst du so, wow, was geht denn mit Wolfsburg ab? Wenn du das Spiel siehst, denkst du, was geht eigentlich mit Gladbach ab? Mhm. Ja, vor allen Dingen Ewigkeiten unbesiegt im eigenen Stadion. Und jetzt die zweite Pleite dann. Wenn eine Serie reißt, dann reißt sie so richtig, ne? So, das gilt in dem Fall auch für Gladbach. Die müssen ein bisschen aufpassen, finde ich. Denn, ob sie noch unten reinrutschen, meinst du? Ob sie noch unten reinrutschen. Zum Glück ist Bremen noch schlechter, sodass sie wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber was ich meine, ist, dass sie lange Zeit ja so im Windschatten mitgefahren sind und auch auf so ein bisschen durchaus Titelambitionen hatten. Der letzte Spieltag wurde ja teilweise schon so als Meisterschaftsentscheidung hochgejubelt. Vor 4 Spieltagen hieß es noch so, ey, wart mal ab, 34. Spieltag, Dortmund-Gladbach. Mhm. Da entscheidet sich womöglich am Ende noch die Meisterschaft. Mhm. Klang ja auch nicht so schlecht. Genau. Und das Thema ist, glaube ich, jetzt vom Tisch. So, und jetzt hast du eine Situation, dass Gladbach zum ersten Mal in der Saison eine kleine Formkrise hat und du hast mit Wolfsburg, mit Leverkusen, natürlich mit der Büffelherde aus Frankfurt, Hoffenheim, die, glaube ich, noch mal Gas geben werden, jetzt, wo sie auch raus sind aus Europa. Also, ey, Champions League ist nicht safe für Gladbach. Die müssen ein bisschen aufpassen. So, was hier aber sicher ist, ist Champions League natürlich auf Rocket Beans TV programmlicher Art. Da gibt's viele tolle Sachen, die ihr jetzt hier im Anschluss gucken könnt. Zum einen ist das Game Talk. Sitzen die Boys da hinten schon wieder rum? Ja, Sandro ist da, weiß ich, Gregor ist da, auch mehr nicht. Sorry, mehr gibt's halt nur. Ich bin eingedampft. Hier ist das Buch nochmal. Ja. Die beißen her. Stimmt. Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee ab sofort im Buchhandel, oder gibt es schon im Buchhandel? Ja, seit letzter Woche Dienstag. Letzte Woche. Aber teilweise gibt es es schon nicht mehr im Buchhandel, wollte ich mir sagen. Ausverkauf. Das ist unfassbar. Ja, ist jetzt schon teilweise weg. Es läuft einfach jetzt nochmal zugreifen. Vielleicht oder raubkopieren. Genau. Ich habe letztens einen gesehen im Café, der hatte da so diverse Zettel. Ich dachte, was hat er? Der hat sich dann einfach diverse Seiten aus Spiegel Online ausgedruckt. Fand ich auch gut. Irgendwie, wo du denkst, guck mal, Print wirkt. Ja, ist auch. Kann man übrigens, kleiner Tipp, kann man übrigens auch machen bei der Amazon Kindle-Vorschau. Wenn du da auf die Büchervorschau gehst, kannst du auch ausdrucken. Ja, nicht jetzt bei dir. Nicht bei dir, aber bei anderen Büchern. Das erzählen. Nee, da steht alle drin? Nee, aber so 30, 40 Seiten kriegst du da oft. Und reicht dann auch. Mehr lese ich eh nie für mich. Ich arbeite bei Spiegel Online und die Redakteure drucken sich alles aus. Ja, so du musst die Artikel ausdrucken, sonst kannst du sie nicht filmen. Also da wird alles ausgedruckt. Ja, und wir wundern uns über, über die. Wann gibt es immer neue Folgen von MML? Morgen früh nehmen wir da auf, also morgen. Das ist immer so, immer so Montag, Dienstag. Okay, gut, alles klar. Also da gibt es dann auch nochmal Miki. Wie schnell ich die Prostituierten aus der Wohnung gescheucht habe, kann ich das Mikro aufbauen und kann dann sagen, so Freunde, jetzt geht's aber los hier. Ja. Oh, also, so ist das Leben in den Medien. Einige reden drüber, andere genießen es einfach nur so wie wir. Das ist das Leben auf der Überholspur. Wir haben das natürlich auch. So, vielen lieben Dank, Miki, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und verdammte Scheiße, das klang wirklich teilweise richtig gut.
guckst du den an, ne? Ja. Ja, also das habe ich bei Sport 1 so nie erlebt. Ja. Das war wirklich gut. Ja, so, die haben halt Thomas Helmer. Oder? Trotzdem kompetent bleiben mit den Game Talk Boys und dann im Anschluss gibt's klar durchgenommen. Walking Dead, The Final Season, dabei viel Spaß. Wir sind raus. Ich sag's mit den Worten von Fritz und Ton und Taxis. The Walking Dead, da sind alle tot. Ja, genau. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.